das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Du bewegst dich dahin? Er hat genickt. Ich heb ihn weg. Auch wenn du schwer bist. Ich heb mir jetzt einen Bruch, aber du kommst jetzt woanders hin. Ich weiß, du liebst dieses Sofa, Pongo. Aber das Sofa, du musst jetzt ganz stark sein. Es liebt dich nicht zurück. Hallo, da bin ich wieder zurück mit einer neuen Folge Hausflipper Pets. Ja, ihr habt schon so lange drauf gewartet. Ich habe es auch immer wieder in den Kommentaren gelesen. Ich habe ja momentan immer nur ein Gaming-Video in der Woche. Deswegen, ja, es ist halt natürlich immer ein bisschen schwierig, dann alles unterzubringen. Oh Gott, ich habe gerade gedacht, ich hätte einen falschen Speicherstand. Aber jetzt gehe ich hier rein und sehe, okay, stimmt doch noch alles. Ja, ich habe natürlich die Kommentare gelesen von euch. Und ich habe gelesen, dass manche das Schwarz nicht so schön finden. Ist das zu viel? Ich habe vielleicht tatsächlich ein bisschen viele Farben hier. Aber ich dachte so, das Schwarz macht es dann modern. Offenbar seht ihr das anders. Naja, vielleicht gibt es ja auch welche, die es nicht so sehen. Aber sollte ich das wegmachen? Ah, okay, vielleicht lasse ich mich mal überreden und entferne das Schwarz. Ich weiß noch nicht genau, durch was ich es ersetzen soll. Und ich habe natürlich auch nachgelesen, was ihr gesagt habt hier zu dem Gehege, was hier rein soll. Also wo ich mir gedacht habe, was kommt da hin? Es gab natürlich viele Vorschläge und ich werde wahrscheinlich nie allem gerecht werden, was ihr da gesagt habt. Also ich muss mich jetzt für irgendwas entscheiden. Es haben halt viele gesagt, Schildkröte. Okay, also Schildkröte und ich fand, glaube ich, auch das Gehege von der Schildkröte nicht schlecht. Es gab einige, die so Spinnen- oder Schlangenphobie haben. Also bitte keine Spinne, keine Schlange. Ja, okay, das, nein, finde ich tatsächlich selber auch nicht so toll. Weniger gerne Spinnen, also Schlangen dann noch eher. Ach Gottchen, wie Pongo mich anguckt. Wisst ihr, was wir mal machen können? Ich glaube, wir machen mal Fotos. Wait. Moment, wir gucken mal kurz das, ja, genau, Zelda. So, ich mache jetzt hier mal immer ein paar Fotos zwischendurch für unsere schöne Fotowand. Wir haben jetzt natürlich hier nicht den perfekten Hintergrund, aber ich könnte das auch ein bisschen ausschneiden, ne? Hauptsache, ich habe jetzt hier nicht so einen Knopf wie das da im Bild. Das wäre schon nett. Ah, hier die beiden Katzis. Ja. Bitte so stehen bleiben. Kann ich mich eigentlich auch hinhocken? Oh. Naja gut, so weit unten bin ich jetzt auch nicht. Ich kann das immer noch ranholen. Wir werden wahrscheinlich überall so ein paar Farbeimer im Blick haben, also im Weg irgendwie. Das ist dann natürlich nicht so wunderschön, aber ist uns das egal? Ich glaube schon. Wie ist denn das da hochgekommen? Habe ich das da hochgeworfen? Nee, ich glaube nicht. Oh nein, Suki ist hier eingesperrt. Halt, ich will doch nur ein Foto machen. Oh, ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt so eine gute Quali ist, wenn ich die jetzt so ganz nah ranholen muss. Oh, ich hoffe, wir kriegen das irgendwie hin. Wen haben wir da noch nicht? Wir können ja von dir nochmal ein Einzelbild machen, Zelda. Sitz, Zelda, sitz! Naja, dann nicht. Pongo guckt hier in unser Sofa rein. Wunderschön. Ach, guck mal. Oh nein. Nein, Lassie, halt. Stopp. Bitte nicht durchgehen. Ich möchte bitte kein Foto von hinten. Ich möchte bitte ein Foto von vorne. Nein! Oh, jetzt dreh dich doch nicht weg. Jetzt muss ich den Po fotografieren und Pienchen ist auch... Ah, jetzt, schnell. Das ist süß. Okay, das war ein sehr süßes Bild. Aurelie ist eigentlich auch süß, ne? Das mache ich einfach auch nochmal mit. Können wir mal ganz kurz durch, bitte? Ich habe von Pienchen nämlich noch kein Foto. Nein, stopp, nicht weglaufen. Jetzt haben wir wahrscheinlich gleich Pienchen beim Essen, oder? Pienchen hat Hunger. Ist das ein gutes Bild, Pienchen beim Essen? Finde ich tatsächlich nicht so schön. Oh, da wurde er direkt wieder aufgefüllt. Das ist vielleicht ganz gut gewesen. Jetzt will sie auch noch was trinken. Nee, nicht in den Weg stellen. Och, das war aber niedlich. Vor allem haben wir da nicht irgendwas Blödes im Hintergrund. Vielleicht kommt Pienchen jetzt her. Pienchen. Komm mal hier, Pienchen. Nein, nicht lang. Ne. Oh, die ist so klein. Die ist schwierig zu fotografieren, habe ich das Gefühl. Hallo? Hä, was machst du da denn? Das ist ein Katzen... ein Hasen... Ist das überhaupt eine Hasentoilette? Ah, jetzt. Ich mache ein paar. Noch eins. Ich glaube, das hier könnte süß werden, wenn ich das so ranhole. So vielleicht nochmal. So ein Bild von allen? Sieht das gut aus? Ich weiß ja nicht. Wäre auch schön. Vielleicht merke ich mir das mal für nachher, falls ich irgendwie so ein paar süße Sachen sehe, wenn sie zum Beispiel da oben wieder drauf sitzen. Das könnte ein gutes Bild sein. Ja, willst du es direkt tun? Komm, Aurelie, tu es. Ja, sie springt da hoch. Komm, mach es. Spring da hoch. Dann habe ich einen schönen Hintergrund fürs Bild. Sie tut es, Leute. Yay! Oh, wie cool. Moment mal. Nein! Ich will natürlich nicht das Fenster im Hintergrund. So, warte mal, so. Das könnte ein schönes Bild sein, oder? Wenn man das noch so näher ranholt. Auch schön, wenn sie so auf meinem hübschen Sofa sitzt. Falls ich das irgendwann mal verkaufen muss, weil ihr das blöd findet. Dann habe ich wenigstens noch ein Bild von dem Foto. Bild von dem Sofa. Jetzt reicht es aber auch wirklich. Wir könnten das hier auch nochmal fotografieren. Oh, oder so, das sieht doch auch gut aus. Nein! Och Mann! Ich hoffe, da war irgendwas dabei. So, aber es heißt natürlich immer, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Daher werden wir mal... Oh, Moment, natürlich wollen wir nicht, dass es den Kleinen schlecht geht. Hä? Da, ach, geht's dir nicht gut? Pongo, was hast du denn? Streicheln hilft immer. Na, geht's jetzt besser? Ja, geht besser. Sehr fein.
Haben wir hier noch irgendjemanden, dem es jetzt nicht gut geht? Nö. Allen geht's gut. Alle Tatzen sind grün. Ich weiß gar nicht genau, wen nehme ich denn jetzt gerade mit? Ah, ihr habt euch irgendwas gewünscht. Wen sollte ich mitnehmen? Ich hab's vergessen. Ich habe vergessen, wen ich mitnehmen sollte. Als ob Pongo jetzt sich da drauf gesetzt hat und macht da gerade rein sein Häuflein. Okay, wir nehmen einfach mal Pongo mit, weil Pongo sich hier so nett hingesetzt hat. Und dann muss ich ja die anderen wieder, genau, Aurelie muss ich wieder abwählen, weil die war beim letzten Mal dabei. Wer war denn noch? Du, genau, du warst beim letzten Mal dabei. Vielleicht nehmen wir dieses Mal nur einen mit. Ist das okay für euch? Oh, die sind immer so süß, wie sie mich dann so angucken. Direkt Foto gemacht. Vielleicht mache ich einfach so richtig nah rangeholt. Nur so fett ein Foto von dem Gesicht. Ich könnte natürlich auch so eine Folge machen, wo ich euch quasi teilhaben lasse, wie ich dann die Fotos herstelle, ne? So in Photoshop. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert. Vielleicht mache ich das auch einfach schon so. Ja, mal gucken. Vielleicht habe ich das auch schon so erledigt. Ihr könnt es natürlich trotzdem gerne noch reinschreiben, aber wenn ich so ganz wild bin, dann mache ich das vielleicht einfach zwischendurch schon. Aber so, ja, dann könnt ihr mal sehen, wie ich solche Sachen mache, ne? Wenn ich hier irgendwie so Fotos bearbeite oder so. Ja, vielleicht ist es auch voll langweilig, keine Ahnung. Genau, ich habe ja gesagt, ne? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Du kommst heute mit, du bist mein Begleiter. Und vielleicht machen wir heute mal kein Farmhaus, sondern vielleicht machen wir heute... was machen wir denn? Wir haben ja von dem Pets-DLC auch noch gar nicht alles. Warum kann ich da zwei Sachen machen? Ach so, und ihr habt mir übrigens gesagt, dass das ein Bug war. Ich habe nichts falsch gemacht mit dieser komischen Pumpe in der letzten Folge. Das war wohl... nicht meine Schuld tatsächlich. Naja, ich guck mal gerade, was jetzt hier so käme. Opas Urlaubsüberraschung. Jorge Escher lebt die meiste Zeit des Jahres allein. Er verbringt seine Zeit mit der Pflege seiner Felder. Liest Bücher und spielt Banjo. Das Leben hier ist friedlich und unaufgeregt. Ich weiß, ihr seht ihn gerade nicht. Falls ich den nehmen sollte, mache ich gleich mein Bild nochmal weg. Das ändert sich in den Ferien, wenn die Enkelkinder zu Besuch kommen. Dieses Jahr will er etwas Besonderes für ihre Ankunft vorbereiten. Okay, das hört sich eigentlich ganz süß an. Aber irgendwie habe ich mir das gerade in den Kopf gesetzt, dass ich irgendwie was von dem anderen DLC gerne nochmal machen möchte. Also ich glaube, da kommt halt auch noch was mit Tieren. Wir hatten doch da Sachen mit Tieren und vielleicht habe ich noch gar nicht irgendwie alles entdeckt. Vielleicht gibt es ja auch noch coole Sachen da zu entdecken oder so. Träume werden wahr. Miller Farm. Warum kann ich mich hier eigentlich entscheiden zwischen zwei Sachen? Normalerweise konnte ich immer nur eine Sache machen. Vielleicht sind wir ja auch bald durch. Zoe wollte schon immer ihre eigene Kuh und eine Schaukel haben. Ihre Freunde sagten ihr, dafür sei ihre Wohnung zu klein. Doch manchmal werden Träume wahr. Ihr Vater hat einen Bauernhof gekauft und sie werden bald aufs Land ziehen. Ha, wie ich. Sie war noch nie so aufgeregt. Ihr Vater scheint auch glücklich zu sein. Er redet ständig von dem Haus und der fantastischen Holzwerkstatt, die er für die Scheune plant. Puh, das sieht auf jeden Fall größer aus als das andere. Ich würde aber gerne hier nochmal reingucken. Ach so, und hiervon, haben wir überhaupt irgendwas hiervon schon mal gemacht? Nee, ne? Wir haben noch richtig viele Häuser offen. Das ist so krass. Aber das ist eigentlich toll, oder? Hier haben wir noch gar nicht so viel. Wir haben das, das. Was haben wir denn noch? Wieso kann ich denn hier mein... Oh, ich kann meinen Pfeil nicht bewegen. Ist das neu? Nee. Ach so, mein Pfeil, der führt mich ja dahin. Das hier. Oh, das ist sogar ziemlich groß. Ach doch, guck mal, die haben wir auch alle schon. Das da am See. Oh, was ein Riesenanwesen, alter Vater. Pass auf, ich blende mich hier mal aus. Dann seht ihr mal, um wen es hier gerade geht. Hochwertige Verbesserung. Die Jahre in der Stadt haben Mr. Kenichi ausgelaugt. Müde von all dem Gedränge beschloss er, sich aufs Land zurückzuziehen. Es gelang ihm, seine Frau zu überreden und ein Haus am See zu kaufen. Noch nie war die Zukunft so aussichtsvoll. Sie freuen sich darauf, mit ihren Enkelkindern zu spielen, Gäste zu empfangen und ein schönes Aquarium einzurichten. Leider ist das Haus noch nicht fertig und muss hergerichtet werden. Also, ich könnte mir vorstellen, heute mal ein Aquarium zu bauen. Also, wir legen mal los. Oh, Kaninchen. Ohren sind nicht nur zum Hören da, sie regulieren auch die Körpertemperatur. Es ist ja nicht so, dass ich unsere Stadtwohnung nicht mochte. Sie war gemütlich und in der Nähe waren Theater, Cafés und Restaurants. Aber der Krach war erdrückend und die Luft nicht so frisch. Das nenne ich bessere Lebensqualität. Hier haben wir alles, was wir brauchen. Vor allem eine fantastische Aussicht und dazu viel Platz für uns und unsere Gäste. Ein großer Garten, eine Terrasse, ein See, sogar ein eigener Pier. Wir holen uns ein neues Aquarium mit den buntesten Fischen der Welt. Unsere Enkelkinder werden es auch lieben. Hochwertige Verbesserung. Ach, das ist so witzig, weil mich das irgendwie so an jetzt gerade erinnert, an die Zeit, wo wir umbauen und eigentlich ja ähnliche Erfahrungen haben, ne? Auch, dass wir hier sagen, ja, wir ziehen aufs Land, weil mehr Platz, weniger Lärm. Wobei ich tatsächlich sagen muss, ich bin ja diesen Lärm gewohnt, ne? Es ist auch wirklich sehr laut. Das hört man manchmal auch in den Videos, gerade bei den Unboxing-Videos zum Beispiel, wenn es halt auch wärmer ist und dann ist das Fenster offen und dann hört man ständig Tatü, Tata und so draußen. Heute war komplett übertrieben. Da waren bestimmt
3 Minuten lang eine Polizeikolonne, die ganze Zeit nur Tatütata gemacht hat. Ununterbrochen. Telefonier da mal gleichzeitig. Kannst du vergessen. Auf der anderen Seite mag ich es auch. Ich mag es, dass es so lebendig ist in der Stadt und ich glaube, das wird mir sehr fehlen auf dem Land. Ja, es ist ein zweischneidiges Schwert. Und das Witzige ist, dass das, was wir jetzt hier machen, im Grunde genau das ist, was ich live auch mache. Nämlich umbauen und alles erneuern, rausreißen. Ich gucke mich hier erstmal um, ne, weil wir haben ja einen Job zu erledigen, Pongo. Ne? Pongo versinkt gerade im Boden. Hoffentlich nicht vor Scham, weil bisher haben wir noch nichts Schlimmes getan. Aber was ich unfassbar gerne hätte, oh mein Gott, da sind Enten. Das hätte ich so gerne. Stellt euch mal vor, ihr hättet so einen See vor der Haustür. Das wäre so schön. Was für ein wunderschönes Haus. Also ein Holzhaus hat natürlich auch so seinen eigenen Charme. Und auch, hoppala, entschuldigen Sie bitte, Herr Wand. Das hier ist natürlich wunderschön. Oh nein, guckt euch das an. Man kann das hier bestimmt aufmachen und da kann man schwimmen gehen. Das Wasser sieht richtig schön klar aus. Was für ein Traum. Oh, ist das toll. Schade, dass ich nicht runterspringen kann. Das ist ja wirklich wunderschön. Man hat einen eigenen Zugang zum See. Wow. Wenn man jetzt noch angeln würde. Oh, man hat sogar einen kleinen Strand. Ich drehe am Rad. Kann ich das kaufen? Ich möchte bitte hier leben, aber in echt. Nicht im Spiel. Wow, das ist wirklich toll. Ja, das kann ich verstehen. Wie ist denn nochmal der Herr Kenichi? Große Terrassenliege. Moment mal, ich soll hier was kaufen. Warte mal. Hä? Ach, hier soll ich auch was kaufen. Sollen wir einfach schon mal draußen anfangen oder sollen wir erstmal gucken? Ich glaube, ich bin da relativ festgelegt wieder. Vielleicht fange ich einfach schon mal an hier draußen. Bodenfliese. Wir haben ja nur eine einzige zu kaufen. Also nur das. Oh, das gefällt mir auch ganz gut. Ich hätte nämlich auch gerne bei uns eigentlich eine Holzterrasse. Wobei, die ist mir ein bisschen zu dunkel. Ich hätte sie gerne einen ganz kleinen Tick heller. Aber ist okay. Es ist ja nicht für mich. Es ist ja nur für hier jetzt. Muss ich das hier alles machen? Boah, das ist doch voll teuer. Ich mache erstmal bis hier, okay? 25%. Okay, das reicht wohl nicht. Schade aber auch. Ja gut, dann wollen die wahrscheinlich wirklich, dass ich hier alles mache. Oh, ich habe 51.000 zur Verfügung. Heilige... Oh, heilige Mutter Gottes. Wie war das nochmal? Doch, aber es sieht schon gut aus, oder? Ich meine, das andere hat mir auch ganz gut gefallen. Also das Naturbelassen hier, das finde ich, sieht eigentlich auch hübsch aus. Ja, willst halt neu machen, ne? Nein, jetzt habe ich hier... Oh, jetzt habe ich hier eine so eine komische Reihe vergessen. Aber ich muss bestimmt bis hier das voll machen. Ja, 98%. Und ich habe dir gesagt, ich kann das, was quasi noch über ist an Budget, das kann ich noch verbrauchen. Wo ich dann quasi noch so ein bisschen meine eigene Note mit reinbringen kann. Was? Wieso fehlt denn hier ein Prozent? Nein, wo fehlt denn hier ein Prozent? Wollen die mich veräppeln? Ach, da. Wollte schon gerade sagen, ey, das ist wieder ein Fehler. Ach, nein, was? Hä? Hä? Da vielleicht. Oh, Gott sei Dank habe ich es noch entdeckt. Dann brauchen wir eine hängende Lichterkette. Cheyenne. Hätte ich zwar nicht so geschrieben, aber okay. Drei Stück. Moment, ich weiß noch nicht genau, welche Farben wir haben. Deswegen zurück nochmal. Ich muss mir angucken, was wir hier haben. Terrasse. Wir machen danach. Am Ende machen wir das Licht. Wir gucken jetzt erstmal, was wir für Möbel haben. Ich würde sagen, das Wichtigste ist das Sofa, weil das sieht man als erstes. Sollen wir hier ein bisschen mit Farbe spielen? Wir könnten ja mal ein bisschen so in Richtung sowas hier. Ach so, das waren die Blätter. Wir haben gar nicht so viel Auswahl. Verdammte Axt. Wir könnten halt braun nehmen. Oder braun. Oder auch braun. Oder grau. Grau finde ich generell immer schön, aber hier ist alles schon sehr braun. Wollen wir vielleicht lieber in der Braunschiene bleiben? Zur Not geht halt immer noch weiß, aber Grau-Kaffee, das ist so ein Mittelding. Könnte man auch nehmen. Das ist dann, ich würde sagen, das ist gar nicht so schlecht. Nee. Das wird auch nicht schöner. Ich finde, da haben sie sich nicht so hübsche Sachen ausgesucht. Oh ja, aber guck mal, das könnte man nehmen. Grasgrün und dann haben wir oben diese Blätter, die gehen halt immer. Was hat die nochmal? Das da. Ich weiß nicht, wie viele Sofas ich brauche. Zwei. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Zwei Sofas. Ich würde sagen, man möchte ja eigentlich, falls es auch mal regnet, möchte man ja auch geschützt sein, oder? Sollen wir dann hier ein Sofa hinstellen? Oder zwei sogar? Zwei Sofen? Zwei Sofas? Oh, das ist aber ganz schön quietschig, ne? Es passt ja jetzt wahrscheinlich nicht so hin, oder? Das ist auch ein bisschen sehr eng. Wir können ja natürlich auch so zwei Sitzecken machen. Oder hier so komplett in der Ecke. Aber dann hat man halt keinen Schutz vom Regen. Und hier, wenn man hier in der Ecke sitzt, da doch, dann kann man trotzdem noch gut rausgucken. Wir machen einfach zwei. Wir haben ja auch verschieden. Wir haben ja auch noch so einen Holzterrassenstuhl. Das könnte man ja... Ich kann es ja auch erstmal hinstellen. Ne? Ich kann es ja auch erstmal hinstellen. Und dann kann ich nochmal überlegen, ob ich es vielleicht woanders hinschiebe. Wenn wir hier quasi so eine Abhängecke machen, wenn so Besuch da ist oder sowas, ne? Dann kann man hier so abhängen. Zum Essen geht man dann eher woanders hin, weil wir haben ja hier 5 Holzterrassenstühle. Haben wir denn bitte gar keinen Tisch? What the hell? Hä, ich hätte voll gerne einen Tisch. Das finde ich ja jetzt ein bisschen doof, dass wir gar keinen Tisch bekommen. Dunkle
Esche. Wir gucken mal auf den Boden. Ich finde, Rot ist immer sehr schwierig, weil sich das so schnell beißt mit allem Möglichen. Also diese verschiedenen Rotsorten gefällt mir nicht so gut. Grau ist auch schon wieder, wie wär's denn? Nee, Buche ist auch fast schon wieder zu orange. Haben wir irgendwas? Kühle Asche oder halt eben so ein Wengenholz. Aber wir haben nichts Dunkles sonst. Dunkle Kastanie. Das sieht irgendwie auch hübsch aus. Oder so. Das hier wäre fast ähnlich wie der Boden. Vielleicht schon fast zu ähnlich. Was ist mit dunkle Kastanie? Probieren wir mal. Ist das nicht doch ein Tisch? Kann ich das vielleicht einfach als Tisch benutzen? Wir tun einfach so, als sei das ein Tisch, wenn das jetzt kein Tisch ist. Dann machen wir hier so einen länglichen Tisch. Wir faken das einfach. Holzterrassenstuhl. Als ob, das ist doch kein Stuhl. Als ob man da drauf sitzt, so ein Blödsinn. Ach, so ein Quatsch. So, dann stellen wir das ja auch noch davor. Das haben die selber schon gedacht. Deswegen haben die einfach gesagt, man soll das nehmen. Kann man sich hier nämlich dran setzen und kann dann hier vielleicht auch so sein Getränk abstellen. Jetzt haben wir alles. Das sieht voll aus wie ein Tisch, Leute. Sind wir doch mal alle ehrlich. Terrassenstuhl, dunkle Esche, dunkle Kastanie. Genau, jetzt haben wir das nämlich passend dazu. Und dann würde ich entweder das nehmen, genau. Nein, das würde ich nicht nehmen. Man könnte das Pendant dazu nehmen mit schwarzem Untergrund. Oder aber, nee, wir bleiben dabei. Kuhflecken liebe ich ja. Ach so, nee, das ist aber zu unbequem. Das will ich eigentlich nicht. Irgendwann nehme ich auch nochmal dieses hässliche Rosenmuster. Oder das, weil es einfach hässlich ist. Ah, wisst ihr was? Ich hatte so einen lustigen Kommentar gelesen unter meiner letzten Folge vom Tierheimsimulator, ob ich denn einfach mal die Leute oder jemanden mal nehmen kann, der nicht passt zur Tierheimfolge. Das habe ich mir jetzt vorgenommen. Das werde ich gleich noch aufnehmen danach, also nach diesem Video. Und dann gucken wir mal, dass wir so eine richtige Chaos-Folge machen, wo nichts zusammenpasst. Es wird ein richtig voller Tag. Wir werden das Tierheim irgendwie komplett vollklatschen und dann einfach vermitteln. Mal gucken, was dabei rauskommt. Bin gespannt. Jetzt haben wir hier Stühle. Wie viele brauche ich? 8. Uff, kriege ich hier 8 überhaupt hin? 1. Ach ja, locker, oder? Oder nicht? 2. Jetzt haben wir dann einen über, wa? 3. Könnte hier noch einen an die Kopfseite stellen. Nee, das machen wir aber anders. Ich stelle den dann irgendwo anders hin. 4. 5. Und dann noch 6. So. Das sieht doch eigentlich ziemlich gut aus. Das ist zu weit weg hier. Das muss ich alles gleich nochmal hochheben. Ich könnte hier nochmal 2 Stühle dran stellen. Das finde ich ganz cool. So einen so schräg. Dann sieht das nicht ganz so, oder? Ich fände das blöd, wenn man hier so noch einen daneben stellt. Aber da finde ich eigentlich gut. Vielleicht könnten wir noch... Das ist so der Stuhl, die stille Ecke. Moment. Wenn jemand was Blödes gemacht hat, dann muss er sich da hinsetzen. Ja, das ist so, Leute. Es kann vorkommen. Wenn jemand Blödsinn gemacht hat, dann muss er sich da hinsetzen. Verdammte Axt. Ich habe das nicht nah genug dran gestellt. Ja, jetzt muss ich mich auch dran halten, ne? Schön, schön, schön. Das war nicht ganz gerade gegenüber. Ich hoffe, so passt es besser. Jetzt haben wir noch 2-mal eine Hängematte. Tja, das ist jetzt auch so eine Frage. Wohin damit? Wengenholz, Schwarzholz. Jetzt haben wir hier natürlich nicht mehr... Haben wir doch. Dunkle Kastanie. Ich habe gar nichts gesagt. Material. Ich möchte bitte wieder meine... Genau, die da hätte ich gerne. Wobei, hätte ich dich wirklich gerne? Wir nehmen, glaube ich, lieber Grasgrün. Dann nehmen wir hier. Ach so, das sind die Pommel. Da hätte ich gerne schwarz. Kann ich noch eine Decke aussuchen? Ja, ich möchte meine Monstera-Decke. Exakt das möchte ich. Und dann möchte ich bitte auch die Kissen dazu. Ach, ist das schön. Ich bin begeistert. Das hätte ich total gerne hier irgendwo. Ja, möchte man nebeneinander liegen? Schon, oder? Wenn man so relaxt, dass man dann miteinander noch so quatschen kann. Ich würde sagen, wir machen das so. Der eine liegt quasi so. Kann dann hier so drauf gucken auf den See. Und der andere, nee, so nicht. Der möchte natürlich nicht an den Füßen liegen und dann an den Füßen schnuppern, weil das stinkt ja vielleicht nach Käse. Sondern lieber so. Dann könnte ich hier so liegen, können dann vielleicht noch so miteinander quatschen, bla bla bla. Könnte man da noch den Stuhl... Nein, das ist der stille Eckestuhl. Der muss da bleiben. Jetzt haben wir halt noch einmal dieses Licht, diese Lichterkette. Aber haben wir jetzt 3 Lichterketten? Oder zählt das... man muss ja dann einmal so diese Glühbirne loslassen. Sollen wir denn dann auch grün nehmen, weil es gut passt? Oder was machen wir denn jetzt? Das ist jetzt eine Frage, ne? Ich sehe es ja auch nicht, weil es ist ja nicht dunkel. Oder man nimmt sowas ganz Schlichtes in Gelb, weil ich finde, Gelb passt auch immer. Es ist ein schönes, warmes Licht. Ich glaube, ich nehme Gelb. Hier muss halt auf jeden Fall was hin, weil das sieht super, super schön aus. Kann ich das um die Ecke hängen? Wir fangen mal hier an. 1. Wenn ich jetzt hier loslasse, habe ich 2 wahrscheinlich, oder? Ach, das ist 1. Bitte mach, dass es jetzt hier um die Ecke geht. Es geht! Heilige. Oh nein, aber kann ich von dieser Seite dann... Oh nee, wenn ich es gewusst hätte. Rückgängig! Geht nicht, ne? Ach, verdammt, das geht nicht. Kann ich das hier... Anpassung. Ich möchte es bitte bis hier haben. Bis hier bitte. Hallo? Es geht. Es geht nicht. Spannung anpassen. Ach so, das war... Oh no. Nein, 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 nein. Ich möchte einmal das hier um die Ecke haben. Jetzt muss ich es wieder verkaufen. Geht das? Ah, okay, gut, es hat geklappt. Aber ich habe jetzt natürlich wahrscheinlich Minusgeschäft gemacht. Oder habe ich es wieder zurückbekommen? Okay, wir machen es jetzt nochmal richtig. Wir fangen hier an. Hier beim Sofa. Gehen dann
Oh nee, vielleicht. Ich mache einfach einen länger, ja? Ich spendiere einen. Wir machen bis hier oben. So. Dann gehen wir hier um die Ecke. Hops, hops, hops. Dann gehen wir bis dort. Ungefähr auf die gleiche Höhe, bitte da so. Bis hier. Dann, ich weiß, wir sind schon fertig. Aber egal, wir gehen dann hier nochmal um die Ecke. Und ich möchte hier auch noch runter. So. Ist das okay? Ich könnte jetzt hier die Spannung noch verändern, aber ich finde, es ist eigentlich in Ordnung. Licht an. Ich mag Lichterketten. Ich finde das irgendwie hübsch. Findet ihr das zu viel? Ich finde eigentlich, das ist gut. Ein bisschen dunkel, oder? Oder ist es einfach... Nee, ist es gar nicht dunkel geworden. Schön. Also hier draußen bin ich schon mal zufrieden. Das können wir so lassen. Wenn ich jetzt dürfte, würde ich gerne hier noch so eine Kerze draufstellen. Oder so ein paar Teller. Oder hier so ein Blumenkübel. Irgendwas. Hier vielleicht ein Tischchen oder so noch. Aber gut. Ja, sollen wir ja nicht, ne? Ach, Pongo, hast du Angst vor Wasser? Bist du nicht mit runtergekommen? Och, Mensch. Och, mein Kleiner. Folgst du mir eigentlich? Muss mal gerade gucken. Lass mal kurz streicheln. Ja, feiner Pongo, ne? Ja, hilfst du der Mami wieder brav? Nee, folge mir. Okay, dann kam er wahrscheinlich wirklich nicht runter. Große Terrassensonnenliege und eine kleine Terrassensonnenliege. Kommt die einfach hier hin? Sieht so aus, ne? Okay, ja, dann kommt die einfach auf dem Rasen. Da würde ich mich ja auch hinlegen. Wir bleiben mal dabei, oder? Wir nehmen wieder dunkle Kastanie und hätte gerne Grasgrün und das Kissen wieder so. Schön. Da machen wir zwei von. Aber hier kann man ja voll reingucken. Da ist das ein... Nee, das ist ein Haus, ne? Also hier würde ich mich jetzt nicht so... Naja, Gott, ich wohne der Stadt. Ich würde mich überall sonnen, tatsächlich. Ja, komm, wir machen das hier so. Oder, Moment, vielleicht lieber dort. Hier sind wir ein bisschen geschützter. Oh ja, hier ist es gut. Wir machen es hier hin. Aber ob wir da so viele hin tun, das weiß ich noch nicht. Machen wir einfach zwei nebeneinander. Ich finde es immer gut, so ein bisschen versetzt. So. Ah, nee, warte mal, da kann man nicht so gut reden. Doch lieber nebeneinander. So, ja, so ist gut. Und dann brauchen wir noch eine kleine. Hätte ich vielleicht, wollte gerade sagen, hätte ich vielleicht saugen müssen. Das sage ich zu Ben immer, wenn er Rasen mäht. Hätte ich vielleicht saugen sollen. also Rasenmähen meine ich. Hätte ich Rasenmähen müssen? Kriege ich da mehr Geld für, wenn ich das tue? Soll ich das gleich mal ausprobieren, weil man kann ja hier gar nicht richtig gucken. Weil wenn man jetzt hier so, das versinkt ja voll. Hm. Ich tue da hinten noch welche hin. Das sind dann so die, wenn man quasi im Schatten sitzen will oder so, dass man dann verschiedene Möglichkeiten hat, irgendwo zu sein. Schön neben den Mülltonnen. Mh, lecker, lecker. Und hier machen wir das so, dass man eher so nebeneinander sitzt oder so schräg gegenüber. Das ist dann so die Ecke, wo man dann eher quatschen kann. Und auch nicht ganz so nah da hinten am Zaun, damit man dann so ein bisschen wenigstens einen Freiraum hat. Ich will mal gerade gucken, könnte ich jetzt hier Rasen mähen? Aber wenn ich jetzt anfange, dann habe ich ein Problem, oder? Weil da muss ich ja komplett mähen. Will ich das? Kriege ich dafür Geld? Oh, oh. Oh nein, ich hab's angefangen. Verdammt, Leute. Oh, okay, jetzt mähe ich den Rasen. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich fertig bin mit Rasenmähen. Nein, jetzt muss ich ja die Stühle wieder weg... Oh, ich muss die Stühle nicht wegtun. Cool, hab nichts gesagt. Wenn ich mal so überlege, ne, jedes Mal, wenn wir zum Haus fahren, ne, zum Renovieren, eigentlich so gut wie jedes Mal, macht Ben genau das. Rasenmähen. Das ist schon echt aufwendig, wenn man irgendwie einen Rasen hat. Also wenn man einen Garten hat. Einen Garten auch, ja, mit Rasen natürlich. Aber er ist total begeistert. Er liebt die Rasenmähen, bin ich froh. Also hier macht Rasenmähen tatsächlich auch Spaß. Aber hier geht's auch sehr viel schneller. Oh Gott, ich habe Pongo gerade übergemäht. Entschuldigung. Boah, wir sind schon gleich fertig. Das war voll easy. Aber das Gute ist wirklich, man sieht jetzt auch wieder hier die Stühle. Weil die hat man ja vorher gar nicht gesehen. Die sind ja total untergegangen im Rasen. Ja, war schon gut, dass wir das gemacht haben, glaube ich. Was meint ihr? Das Wilde hat mir irgendwie auch gefallen. Aber das hier sieht man jetzt besser. Och, guck mal, das sieht voll schön aus. Oh, ich lieb's voll. Oh, das ist richtig schön. Oh, wie süß. Diese Glühwürmchen hier. Hier auch überall. Ich glaube, wir können jetzt reingehen, Pongo. Draußen haben wir alles fertig gemacht. Also, mach dich gefasst. Ich glaube, jetzt wird's dreckig. Ach du Schreck, es ist komplett verdreckt. Was haben Sie sich denn hier wieder angetan für ein Haus? Herr Kokinchi. Verdammt, Namen schon wieder vergessen. Okay, wir entfernen erstmal den ganzen Dreck. Ich glaube, wahrscheinlich kann ich hier vieles auch verkaufen. Oh, ein Spinnenweben. Mein Gott, was machen die Leute hier immer? Ich verstehe auch nicht, wie kann man immer ausziehen und einfach alles liegen lassen? Wer trinkt immer so viel Alkohol? Oh, oh. Ich habe so die Befürchtung, das wird wieder schwierig einzurichten hier. Haben wir auch noch einen zweiten Stock? Oh, könnte lange dauern, wa? Das kann bestimmt alles weg. Ich glaube nicht, dass ich überhaupt irgendwas noch brauche. Oh, hier muss ich sogar eine Wand einreißen, sehe ich gerade. Das muss weg. Das hier? Das soll weg? Oh, ja, sieht so aus. Okay. Poranko, pass auf, nicht dazwischenlaufen. So. Oh, oh. Ja, je länger ich hier brauche, desto weniger Zeit habe ich zu Hause irgendwas zu tun, ne? Muss ja bald wieder ins Bettchen. Das muss auch weg. Vielleicht kann ich ja demnächst noch mal meinen Hammer wieder aufwerten. Oh, ich glaube sogar, der Sturz muss auch... Oh, ja, der muss raus, das stimmt. So, von der Seite muss ich, glaube ich, auch noch mal kloppen. Hier ist alles noch im Weg. Ich komme hier nicht richtig ran. Vielleicht sollte ich erstmal die Sachen verkaufen. So, ist das jetzt fertig, ne? Na? Ach so, da ist noch was auf dem Boden. Deswegen muss jetzt hier eine neue Wand hin oder was soll das? Was soll das hier heißen? Nee, ist doch eigentlich gut. Ich bin mir nicht so sicher, ob es gut war oder nicht. Ah, oh, solange das hier noch da ist, könnte ich ja eigentlich mal... Kann ich bis zum nächsten Morgen schlafen? Bis zum nächsten Morgen. Damit ich hier nicht wieder in der Dunkelheit arbeiten muss. Solange das Bett noch da ist, haben wir wieder Morgendämmerung. Einfach mal die Nacht übersprungen. Ah,
ist ja auch noch Müll. Na komm, ich hole mal mein Verkaufswerkzeug raus, dann machen wir hier erstmal alles leer. Dann kommen die ganzen ollen Sachen weg. Hat sogar jemand seinen Schrank umgeschmissen. Mein Gott. Das ist alles so eklig. Oh, ich freue mich schon auf den neuen Fußboden. Den müssen wir sicherlich auch rausreißen. Und hier kommt vielleicht ja auch wieder die Küche hin. Passt ja eigentlich ganz gut. Wobei, naja, vielleicht will er auch wieder das alles anders machen. Ich habe gerade Spinnenweben verkauft. Ich hoffe, ich habe dafür Geld gekriegt. Ja, die Spinne war teuer. Die hat auch teuer hier was gebaut. Nee, Moment mal. Öffnen? Ja, okay, das kann ich leider nicht verkaufen. Wahrscheinlich hing das Spinnennetz irgendwie am Schrank dran. Habe ich direkt mitverkauft dann. So, Gegenstand verkaufen. Was denn noch? Ach so, die Lampen. Lassen wir die nochmal vorübergehend drin, falls es dunkel wird? Ich weiß ja nur schwa. Vielleicht machen wir sauber. Ich guck mal. Wir haben ja hier so ein paar Fleckchen, ne? Was ist denn hier? Hier ist doch irgendwas. Ist das auf dem Fußboden? Ja. Das ist schon sauber? Das sieht ja immer noch richtig ekelhaft aus. Guckt euch das mal an. Das ist doch nicht sauber. Das ist ja totaler I. Ah, da wollen wir verkaufen. Oh, da waren Blutflecken. Oh, Mordfall. Kommissar. So, immer noch. Achso, ja, das stimmt ja. Moment, ich habe das hier nicht gemacht. Wieso wird mir das denn nicht angezeigt? Nein, ich muss das Fenster verkaufen. Was? Fenster? Ist das das Fenster, was ich verkaufen muss? Oder das hier? Oh, das ist ja noch Müll. Nee, das ist hier. Das gehört hierzu. Fenster 1, 2. Das muss ja wohl das hier sein. Nee, okay, wohl nicht. Das hier? Oh, okay, das war's. Noch so eins. Ah, so ein kleines hier. Oh, schade, aber die waren noch ganz niedlich, die Fenster. Na, dann nicht. Rechteckige Deckenlampe. Gut, also falls das sein sollte, versuchen wir irgendwie zu schlafen. Dann kaufe ich schnell ein Bett. Fertig, haben wir das schon mal fertig hier. Baue die Wände, baue die oberen Wände. Hä? Jetzt soll ich doch hier was bauen? Oder soll ich das einfach... Wahrscheinlich sollte ich das einfach verschieben. Och, nee, oder? Soll hier der Sturz hin? Ich glaube... Moment, ich guck mal. Ja, hier soll ein Sturz hin. Aha. Ich brauche 8. Das, was da oben so geriffelt zu sehen ist, soll ein Sturz werden. Oder? 2 noch. Das würde passen. Und dann kommen daneben die Wände. Ich meine, ich muss die Wände wahrscheinlich eh neu streichen. 4 neue Wände. Ey, das sind 4? Oh mein Gott. Gleich mehrere bauen auf einmal. Nein, kann ich nicht. Kann ich das vielleicht mal skillen, dass das schneller geht? Ich glaube, das ist auch der einzige Bereich, wo ich noch nicht komplett voll geskillt bin. Laminat verlegen. Nee, wir fangen mal in dem kleinen Zimmer an. Helle Paneele. Bodenfliese. Wir machen erstmal die Bodenfliese, ist wichtiger. Oh, das wird schon wieder sehr, sehr dunkel. Also ich meine, die Fliese, nicht das Wetter. Ja, das ist fertig. Haben wir die auch hier? Nee, andere Fliesen haben wir hier. Oh, Moment mal. Was brauchen wir denn da? Ach so. Und braune. Das würde ich ja fast eher nachts, also ans Ende dann verlegen, weil hier muss, glaube ich, wieder eine Küche hin. Das ist wieder ein anderer Raum. Oh. Von wo bis wo geht denn der Raum? Ach so, bis da. Gehört das schon zum Raum dazu? Nein, rückgängig. Rückgängig. Abbruch. Nochmal. Ich muss hier, glaube ich, anfangen. Da. Da und dann. Bis wo? Bis hier in die Ecke. So vielleicht? 98. Ah, hier. Da. Das fehlt. Ja, okay, gut. Das ist dann hierfür. Dann haben wir hier in der Ecke wahrscheinlich die Küche. Und ja, die Frage ist, bis wo geht die Küche? Also machen wir erstmal die Küche gleich fertig. So, okay, gut. Dann fangen wir doch erstmal hiermit an. Laminat verlegen. Ach, das ist für die Wand. Und zwar ist das hier. Also kommt genau das gleiche wieder hin, weil es so wunderschön war. Okay. Ich weiß ja nicht, ob ich das so wunderschön finde, aber er muss ja hier wohnen. Was ist jetzt hier? Kommt das hier auch hin oder was? Ja, hier kommen auch nochmal Paneele. Okay, ja, dann. Oh, das wird nicht reichen, ne? Muss ich hier nochmal welche kaufen? Dass ich immer gleich ein komplettes Paket kaufen muss, ne? Naja, gut, ist ja wie echt. Muss man auch mal ein komplettes Paket kaufen. Ist auch immer blöd. So, das geht ziemlich weit. Dann noch da und hier. Aber was ist denn damit? Ich muss ja hier nicht streichen. Dann würde ich ja das hier vielleicht auch noch so machen. Und so. Hier oben, das sieht dann aus wie Decke. Nee. Dann muss ich... Nee, das mache ich auf gar keinen Fall. Wenn ich hier so viele Paneele kaufen muss für die Decke, dann lasse ich das lieber so. Geschlossene Jalousie zum Einbauen fürs Fenster. Das ist ja nicht so schwer. Jalousie bin ich ja immer eher der Fan von weiß oder schwarz. Graues Holz. Oder aber dunkle Buche. Nein. Wenn ich das von draußen gehabt hätte, hätte ich es genommen. Aber das ist mir zu viel braun. Braun in braun in braun. Nee. Komm, dann nehmen wir schwarz. Nur eine? Echt jetzt? Habe ich jetzt hier nur eine Jalousie gekauft? Ach so, die ist ja breit. Oh, na dann. Die sah aber jetzt gerade eben nicht breit aus. Jetzt ist sie ganz okay. Doch, ja, naja, gut, es geht so. Öffnen. Oh, nein. Oh. Jetzt kriegst du nicht mehr zu. Doch. Ah, vielleicht soll ich das doch mal woanders kurz hinlegen. Doppelter Türrahmen. Oh mein Gott, was muss ich denn hier alles kaufen? Doppelter Türrahmen. Wengholz, schwarzes Holz. Ah, hier haben wir wieder dunkle Kastanie. Komm, dann bleiben wir heute mal dabei. Wenn wir das doch schon da haben, ist das ja ganz cool. Hä? Was soll das jetzt? Wieso geht das nicht? Ist das jetzt denn ernst? Habe ich jetzt hier zu viel gebaut? Die haben mir gesagt, dass ich das bauen soll. Wie soll ich denn das jetzt hier einsetzen? Hä? Ich baue das Ding doch nicht hier davor, oder? Da muss ich doch wieder was rausreißen. Aber wenn ich was rausreiße, dann sagen die mir wieder, dass da was fehlt. Haben die da was nicht beachtet? Nein, Leute, was soll das denn? Man sieht das ja hier auf dem Boden. Das ist zu viel. Minimum einer. Ich werde das jetzt hier raus
kloppen, ne? Baue Wände. Verdammt! Okay, das heißt, ich werde es nicht zu 100% fertig kriegen. Ich muss aber die Wand bauen. Ich hasse das. Ich hasse es. Gott sei Dank habe ich noch was über gehabt. Oh, ist das ätzend. Ist das ätzend? Ja, dann. Oder aber, das ist natürlich die andere Möglichkeit. Wir stellen einfach diesen hässlichen Türrahmen, der nicht hässlich ist normalerweise. Oh, what? Okay, wait. Der geht irgendwo. Ich könnte hier so rausgucken. Ha! Das würde natürlich gehen. Kann ich hier irgendwo vielleicht rausgucken? Kann ich hier? Nee, kann ich nicht. Wieso geht's denn hier nicht? Da geht es. Ich glaube tatsächlich nicht, dass das so gedacht ist. Vielleicht fangen wir mal mit was anderem an. Eine Wasserinstallation? Was ist denn das hier für ein Zimmer? Ich verstehe es nicht. Kleine Boxen. Amp. Dark Sofa. Ich checke nicht, was das hier für ein Zimmer sein soll. Ist das hier ein Musikzimmer? So ein Chill-Out-Lounge? Und deswegen kann man nach draußen gucken? Aber wozu zur Hölle brauche ich diese Wasserinstallation? Achso, Heizkörper. Ach so, ein Heizkörper. Den kann ich jetzt natürlich hier nicht anbringen. Das kann ich nicht machen, weil ich nicht weiß, ob ich da nochmal raus muss. Deswegen stellen wir hier den irgendwo hier ab. Danach, nachdem ich weiß, wie ich den Rest baue. Zwei Sofas, komm. Die sind groß, die müssen hier irgendwo hin. Bleiben wir heute mal wieder bei grün oder sind wir hier fancy und machen violett? Hier sind wir fancy und machen violett. Alles klar. Rahmen, schwarz. Die Sofas müssen natürlich hier an diese Wand, weil vielleicht brauchen wir da den Durchbruch, ne? Wir könnten auch die Heizung hinter das Sofa machen. Mach das mal ein bisschen weiter nach vorne. Und das andere Sofa, ja, machen wir vor das Fenster. Vorerst. Erstmal gucken, was da gleich kommt noch. Ich brauche erstmal ein Gefühl für diesen komischen Raum. Alter Schwede, na gut, wir haben ja auch noch einen TV. Der kann ja vielleicht dann doch eher rechts an die Wand. Hier muss irgendwo die Heizung hin. Einfach dahin. Random so. Ist jetzt so. Jetzt kaufe ich halt eine Heizung. Mein Gott. Ein Kaffeetisch und noch ein Sessel. Ach so, das ist ein Blumentopf. Ich denke mal, ja, ich muss die Heizung hinmachen, aber eigentlich würde ich gerne erstmal wissen, was dieser Raum hier tut. Können wir M nehmen? Können wir uns M leisten? Aber M ist riesig, ne? Ne, komm, wir nehmen S. Wir haben kaum Platz. Wir haben nur die Möglichkeit, falls wir jetzt hier einen Durchbruch machen, müssen wir hier den Fernseher hin tun. Machen wir den mittig so etwa. So, ja, wir wechseln das Programm. Dann könnte man sonst vielleicht auch... Ey, Leute, ich habe nicht viel andere Möglichkeit. Ich kann höchstens nebeneinander stellen. Dann haben wir hier wie einen Movie-Raum. Kann man hier so sitzen, kann er seine Filme gucken. Vielleicht sollte man das auch richtig ans Fenster stellen. Kaffeetisch. Jetzt haben wir so einen Mini-Kaffeetisch. Wängenholz. Oh, es war so klar, ne? Jetzt haben wir natürlich nicht das Holz, das ich gerne hätte. Nehmen wir schwarz. Normalerweise wäre es halt auch cool um die Ecke, aber es geht nicht. Kriegen wir den vielleicht dazwischen? Oh ja. Das dürfte vielleicht gehen. Hoffentlich, hoffentlich. Ja, das geht. Dann stehen wir den dazwischen. So, dann ist es mehr so kinomäßig. Jetzt haben wir natürlich richtig dumm hier eine Heizung. Würde ich gerne nochmal wieder verschieben, aber... Leute, das hat der Heizungsbauer so bestimmt, weil da ist das Rohr. Und deswegen muss das leider dorthin. Normaler Schalter. Ja, hier kommt hier irgendwo ein Eingang. So, dann kann man hier auch das Licht schön ausmachen, wenn man reinkommt, ne? Wenn man es ja dunkel haben. Deswegen sind da natürlich auch hier die Jalousien. Das Problem ist nur, wenn man jetzt hier einen Türrahmen hinbaut. Ja. Ist das eine Stehlampe? Wenn ja, Pastellrosa. Oh, das sieht aber, weiß ich nicht, ob ich das gut finde. Guck mal. Oder so vielleicht. Ne, das sieht ja nicht aus wie rosa. Sieht das sehr komisch aus? Muss natürlich dazwischen. Ja, komm, das geht. Das sieht nicht aus wie rosa. Läuft. Dunkles Regal. Wir haben halt noch einen Sessel. Ich weiß nicht, wohin mit dem Ding. Freistehende Säule. Schwarzes Holz. Oder kann man hier auch noch was anderes nehmen? Irgendwas, was so ein bisschen... Ah, sieht alles nicht so, ne? Ich dachte, irgendwas, was fancy aussieht. Wängenholz vielleicht noch das erste. Rückseite ist egal, sehen wir eh nicht. Brauchen wir zwei von. Jetzt würde ich so... Ich drehe das hier so in die Ecke rein. Wir wollen hier eine gute Beschallung. Ja, wir haben hier so einen Medienraum quasi jetzt. War das überhaupt richtig? Brauchte ich dafür zwei? Ich hoffe. Kleine Boxen. Dunkles Regal. Ja, wo sollen denn die kleinen Boxen hin? Kann ich die irgendwie an die Wand tun? Oder kommen die hier auf die Regale drauf? Vielleicht brauchen wir das auch hier auf den Regal. Egal. Violett. Jetzt haben wir hier diese dumme Heizung so schräg. Ich verkaufe die gleich nochmal. Ich mach dann hier einmal eins hin, da eins hin. Dann kommen da nämlich die Boxen drauf. Kleine Box. Nee, wir haben hier von zwei. Kommen natürlich die beiden dahin, ne? Aber wir haben doppelt. Schwarz, schwarz. Das sieht doof aus. Ja, komm. Jetzt machen wir Wängenholz. Weiß. Nee, auch wieder schwarz. Weil es so schön passt, kommt es hier hin. Vielleicht hätte man das ja theoretisch auch an die Wand machen. Nee. Kann man nicht. So, ja. Ihr seht, ne? Sieht blöd aus. Das auch nicht gerade. Kann ich den verschieben? Dann verschiebe ich den, bevor ich das beides jetzt verschieben muss. Ja, so ungefähr. Deckenleuchten haben wir natürlich noch. Ah, nee, eine. Oh, wir haben nur eine einzige. Dunkel Innenseite. Rosa wie das andere Licht. Machen wir dann so Pi mal Auge. Bisschen mittig. Können wir das anmachen? Ja. Das muss ich mir echt merken. Nicht jedes Mal wieder die Heizung vorher kaufen.
kaufen, wenn man nicht weiß, was noch passiert. Oh, da kommt ja noch ein Regal. Halleluja. Ah, das mittig. Warte mal, vielleicht kommt die Heizung wo ganz anders hin. Weil dann würde ich nämlich hier, ich muss das verkaufen. 374 Euro, ja. Ah ja, gut, aber ich habe es ja zurückgekriegt, ne? Genauso viel zurückgekriegt, wie ich ausgegeben habe. Was hat es gekostet? Nein, natürlich nicht. Mist, ich habe 100 Verlust gemacht. Egal, es sah doof aus. Dann hätte ich nachher doofe Fotos gehabt, das wollte ich nicht. So, jetzt haben wir hier in der Mitte was. Dass man immer erstmal checken muss, was man hier überhaupt hat. Das ist immer schon schwierig. Wengenholz hatten wir, dann hatten wir schwarz. So, passt das hier auch zusammen. Einmal bitte drehen. Ist doch bestimmt so gedacht. So irgendwie, ja. Rückwirkend, also rückblickend, würde ich sagen, ich habe den Fernseher zu klein gewählt. Ich hätte jetzt gerne einen größeren. Es juckt mich in den Fingern, das wieder zu verkaufen. Aber nein, wir lassen es jetzt so. Weil sonst gebe ich wieder zu viel Geld aus. Ich könnte höchstens nachher nochmal gucken. Oh yeah. Oh yeah. Ja, ich würde mal sagen, hier und dort. Das ist doch cool. Ja, das ist gut. Ich hätte natürlich gerne hier das gehabt, aber mit dem Fenster und dem sieht es dann nicht ganz so gerade aus. Deswegen lassen wir das so. Wohin mit dem Teil? I don't know! Fernbedienung auf jeden Fall hier hin. So, das war einfach. Wasserinstallation weiß ich noch nicht. Dann haben wir noch Pflänzlein. Was ist mit dem blöden Türrahmen? Der muss, ja, geht ja nur hier. Leute, es ist mir auch egal. Es muss halt hier nach draußen gehen, weil es geht so nicht. Ich kann es nicht hier bauen. Wenn ich ihn dahin baue, ist er nicht drin. Warte mal, ging da gerade? Da! Das geht ja! Halleluja, es geht ja! Oh, okay. Da habe ich mich wohl etwas verguckt vorhin. Nanu? Ja, jetzt ist alles anders. Jetzt kann ja hier die Heizung hin. Ja. Und wo kommt das hin? Okay, dann habe ich ja auch noch einen Platz für den. Ach so, das ist der Verstärker. Huch, ich dachte, das ist ein Sessel, hä? Wie komme ich denn jetzt da drauf? Tja. Kann man das da vielleicht auf den Verstärker draufstellen? Das muss ich mal kurz ausprobieren. Ah, kann ich das so hochschieben? Warte mal, wir machen das so, dass wir den ein bisschen nach unten verschieben. Ah, schade, das muss doch passen. Hoppala, runtergeplumpst. Ja, dann machen wir das doch so. Das ist halt hier der Verstärker, so, tatatata. Und dann fehlt jetzt tatsächlich nur noch die Heizung. Naja, und die Pflanzen. Heizung kommt hier hin. Stellt euch mal vor, ich hätte das jetzt, weil fälschlicherweise hier einfach nach draußen so einen Durchbruch gemacht. Das hat auch nicht jeder, also... Wir haben etwas Neues. Wieso bitte brauche ich denn noch eine Heizung? Hä? Nee. Aber doch nicht für diesen Raum. Brauche ich für diesen Raum noch eine Heizung? Nee. Gott sei Dank, jetzt ist es weg. Ich wollte gerade sagen. Haha. Grau. Blau sieht auch hübsch aus mit dem Pink. Das ist natürlich sehr fancy. Oh, das gefällt mir auch. Ich gucke halt immer so ein bisschen hier im Hintergrund mit der Couch, was gut aussieht. Das finde ich auch gut. Komm, wir nehmen das. Wir können auch verschiedene machen. Oh ja. Lass mal verschiedene nehmen. Ich mache einen hier so. Jetzt muss ich ein bisschen weiter an Fenster. So. Oh, das geht ein bisschen unter. Dann doch ein bisschen weiter nach vorne. Genau. Und dann machen wir in der Mitte eine andere Farbe. Nur welche? Möchte mich bitte drehen? Ah, so kann ich nicht gucken. Gelb, ist das zu heftig? Das ist zu langweilig. Weiß geht immer. Beige, nee, alles nicht so richtig. Weiß, ja, oder halt schwarz. Entweder gelb oder helles grün. Wir nehmen das, glaube ich. Das ist dann nicht ganz so krass. Den noch ein bisschen weiter nach vorne ziehen. So. Ist okay, ne? Kann man so lassen. Schön. Medienzimmer. Ach, jetzt müssen wir weiter anfangen hier von vorne. Leute, ich schaffe das doch gar nicht mehr zu Hause noch irgendwas zu tun. Oh Mann. Wir haben hier so viel zu erledigen. Beim letzten Mal war das so viel weniger. Oh oh. Nein! Mein Balkon! Auch komplett vollgedreckt. Oh, ich darf wieder eine Lichterkette hier bauen. Ich liebe das Lichterkette. Die sind schön. Hier geht es aber auch wirklich schnell. Hier müssen wir nicht viel machen. Wir müssen nur ein bisschen den Boden erneuern. So. Zwei hängende Stühle. Ach, Pongo, da bist du ja wieder. Ich habe das Gefühl, Pongo, der kann manchmal hier irgendwie nicht so richtig sein. Für draußen. Goldenes Metall. Finde ich dieses Mal gar nicht so schlecht. Boah, sollen wir jetzt mal diese hässliche... Sollen wir die mal nehmen? Holz. Hier ist ja wieder dunkle Kastanie eigentlich. Ah, dann passt das Stell nicht so gut. Dann würde ich fast eher Creme, glaube ich, nehmen. Oh, oder Rotgold? Ja, Rotgold passt auch gut. Raue, dunkle Eiche. Nee, kann ich hier nochmal dunkle Kastanie... Was, wo ist denn das? Ah, ach so, das ist das Ding. Nee, komm, wir nehmen das lieber Ton in Ton. Die Matratze in Weiß. Eigentlich müsste ich da wieder das nehmen. Und dann einmal so eine Blumendecke. Aber nur die Blumendecke. Das Kissen können wir ja wieder... Ach, hier haben wir andere Auswahl noch, ne? Oh. Aber die Blätter mit dieser Decke sieht eigentlich auch nicht so gut aus, finde ich. Das ist eigentlich ein bisschen viel. Oder wir machen so mit Grau. Das passt auch ganz gut hier. Ja, komm, so. Dann machen wir das Weiß. Einfach, weil ich gesagt habe, dass wir das jetzt mal holen. Irgendwann. Dann haben wir es jetzt schon mal hinter uns. Ja, es muss halt dann hier einer und auf der Seite, ne? Passt ja sonst nicht anders. Nein, Pongo! No! Pongo, pfui. Pongo, ja, so ist fein. Aber Pongo. Und wie viel von dieser Lichterkette? Hier, drei darf ich wieder machen. Oha. Wir machen hier mal rot. Drei Dinger. Wo soll denn das? Oha. Eins, zwei. Ne.
Das geht nicht, ne? Darf ich wieder einen spendieren? Ich spendiere einen. Dann machen wir... Nee, ich will hier in die Ecke. Genau, so will ich. So, dann hier in die Ecke. Nein. Ja, 2, dann dorthin und dann hier wieder zurück. Nein, in die Ecke. Ja. I love it. Oh, ist das wunderschön. Oh Gott, guck, das ist richtig hübsch hier. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Sehr gut. Ich hätte es natürlich mir leicht machen können. Ich hätte es einfach hier hinten einfach so ein bisschen aufhängen können, aber ich finde das besser. Jetzt habe ich da wieder ein bisschen was geschenkt, aber ist okay. Ach, wie schön das auch aussieht. Richtig schön. Ne, Pongo? Hier kannst du auch sitzen. Kannst ein bisschen nach draußen gucken, wenn du dich langweilst. Okay, die Bodenfliesen mache ich später. Ich habe gelernt, ich muss jetzt erstmal wissen, wie die Küche aussieht. Kücheneckschrank. Ist das ein Hängeschrank oder ist das ein Boden? Ah, ich habe mit Zeh gestoßen. Aua. Bodenschrank. Ich glaube, das ist ein Bodenschrank. Weiß ist schon mal generell eine gute Sache hier für das Ding. Wir haben dunkle Kastanie. Wir könnten auch das nehmen. Aber der Fußboden hier ist doch sehr... Ach so, ich weiß hier gar nicht, wie der Fußboden aussieht. Nein. Dann nehmen wir weiß. Nee, wenn man nicht weiß, wie der Fußboden aussieht, dann lieber weiß nehmen. Weiß und dunkelbraun. Kann man vielleicht auch nicht ganz so viel falsch machen, oder? Gibt es vielleicht noch was Besseres? Gelb? Nein. Oder halt wirklich das helle Braun. Das sieht auch nicht so schlecht aus. Ganz gediegen. Oder kann man hier irgendwas Hübsches noch machen? Dunkle Kastanie. Das ist dann doch wieder zu viel. Griffe Rotgold passt auch ganz gut mit dem hier zusammen. Komm, wir nehmen einfach das. Und jetzt muss ich gucken, wie ich hier am besten meine Küche reinbaue. Da sind wir auch gerade noch bei, ne? Wir müssen unbedingt die Küche richtig planen mit dem Küchenplaner. Du weißt nur, wenn die Küche richtig sitzt, was wohin muss und wo auch die Kabel richtig rauskommen müssen. Das heißt, du musst irgendwie schon mal einen Plan haben, wie es aussehen soll. Ach so, warte mal, das muss hier bleiben. Ich glaube, so breit ist die Küche nicht. Ich glaube, wir brauchen das hier. Das soll, glaube ich, hier wieder so um die Ecke gehen, ne? Das ist dann so ein bisschen abgetrennt. Das heißt, man hat so eine halboffene Küche, glaube ich. Mal sehen, ob das so geht. Küchenschrank, stehender Küchenschrank. Das ist auch ein stehender Küchenschrank, hoffentlich. 4 Stück hiervon und davon einer. Versuchen wir erstmal, den hier zu nehmen. Passt denn der dazwischen? Nope. Ja, das ist ja schon mal nix. Dann bauen wir erstmal auf der Seite hier weiter, wa? 1, 2. Ich könnte gucken, da vielleicht einen hinzubauen. 3. Das war vorher auch ungefähr so. Ich bin mir nicht so sicher, ob die das wieder so haben wollen. Oder... Wir könnten es theoretisch komplett auch anders machen. Oh, Spül 2? Wieso brauche ich denn 2 Spülbecken? Wer bitte braucht denn 2 davon? Weißes Spülbecken, Creme. Soll ich das nehmen, was wir haben zu Hause? Wir haben Roségold. Ich nehme auch hier Roségold. Weil sie sich nicht wehren können. Kriegen sie jetzt einfach Roségold. Das ist ja krass. Aber dann hat der ja 2 voll fette Spülen. Macht man die dann auch so? Sollen wir die nebeneinander bauen? Ja, tatsächlich 2. 2 Spülbecken. Ja, wir machen das, dann kann man gemeinsam abwaschen. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt so großartig krass sinnvoll ist, aber gut. Wenn der meint, der muss das so haben, dann bitteschön. Hängender Küchenschrank. Irgendwo muss ein Gasherd drauf. Okay, dann brauchen wir darüber eine Abzugshaube. Das verstehen wir. Wir brauchen nur einen hängenden Küchenschrank, was mir natürlich sagt, dass das richtig war, wie wir das jetzt gemacht haben hier. Weil hier gibt es ja keinen weiteren hängenden Küchenschrank. Dann machen wir erstmal das hier, das ist nämlich der Lückenfüller. Gut, wir arbeiten uns langsam ran. Kann er sich mal drehen vielleicht? Das wäre sehr freundlich. Hallo, Küchenschrank, bitte. Hallo. Aha, er dreht sich auch von alleine. Wie hoch soll der denn so? Ach so, und ich habe übrigens gesehen, am 14. Dezember kommt Teil 2 von Hausflipper endlich raus. Und ihr werdet bestimmt wieder fragen, spielen wir denn Teil 1 dann noch weiter? Ich denke auf jeden Fall ja, weil das ist ja mit den ganzen DLCs, mit den Pets und so, das hast du ja am Anfang noch gar nicht bei dem neuen Hausflipper. Und deswegen wäre das doch schon ein bisschen schade, oder? Wenn wir das dann nicht hätten. Ich wäre schon stark dafür, dass wir das trotzdem weitermachen. Hier tue ich dann einfach mal vielleicht den Gasherd drauf. Der sieht immer so lost aus, ne? Einfach nur so oben drauf gestellt, so. Hallo, ich bin's, ein Gasherd. Abzugshaube. Ach so. 2 brauche ich nebeneinander. Ja, dann machen wir die auch direkt nebeneinander, ne? Genauso wie mit dem Spülbecken machen wir dann 2-mal auch Gasherd nebeneinander. Oha. Ach, ich dachte irgendwie immer, ich kann das noch so ein bisschen verschieben, aber das wird, glaube ich, nichts. Oh, ich habe das falsch gebaut. Hier ist der Anmacher hier. Ich muss gucken, dass das mittig steht. Da, ich muss das nochmal drehen. Das ist ja verkehrt so. Ist mittig? Das ist gut. Okay, jetzt haben wir so voll die fette Küche. Aber das ist cool. Dann kann man hier so richtig fett arbeiten. Mega gute Arbeitsfläche. Wir haben übrigens heute drüber gesprochen, weil wir haben ja das Problem bei uns im Haus mit der Küche, mit der Arbeitsfläche, dass das Fenster zu niedrig ist und die Arbeitsfläche dann eigentlich abgesenkt werden müsste. Wir haben jetzt überlegt, das Fenster doch nochmal auszuwechseln. Hatte ich auch in Kommentaren gelesen. Haben wir natürlich vorher auch schon drüber gesprochen. Aber haben immer gesagt, es ist so teuer. Ganz ehrlich, man ärgert sich die Krätze, Leute. Wenn man es jetzt ja noch ändern kann und dann kann man es danach nicht mehr ändern. Deswegen haben wir gesagt, ja, wir werden das wahrscheinlich jetzt doch ändern. Wohl oder übel müssen wir dann in den sauren Apfel beißen und das dann nochmal neu kaufen.
Aber dann haben wir wenigstens eine richtige Arbeitsfläche, weil sonst hätten wir halt so gut wie gar keine Arbeitsfläche. Das wäre natürlich echt ätzend. So, also das passt auch so mit den Hängeschränken, ne? Dann haben wir da oben ein bisschen Platz drüber. Stimmt ja. Zwei Kühlschränke, was? Warum? Wofür braucht man denn bitte zwei? Ich möchte eigentlich keinen Holzkühlschrank. Schwarz. Schwarz oder grau? Nee, nicht graues Holz. Oh, das sieht auch hübsch aus. Schwarz. Das sieht eher so metallisch aus. Oder ist das zu viel? Nee, das weiß ich nicht gut aus. Schwarzes Holz ist so ein bisschen matter. Was ist denn das? Was hatten wir denn hier? Nee, das mag ich irgendwie nicht. Was ist das hier? Hell, weiß? Nee, dunkel. Ja, das würde ich, glaube ich, nehmen. Ich hoffe, dass das geht. Ich brauche ein Bett. Ich muss schlafen. Kann ich mich draußen auf die Matte legen? Oh, das wäre cool. Kann ich draußen vielleicht auf der Matte schlafen, damit es wieder hell wird? Sag mir, ich kriege das nicht daneben. No! Ist das jetzt so weit dran, wie es geht? Bitte, tu mir das doch nicht an. Das muss doch nebeneinander passen. Komm schon. Muss ich das jetzt neu aussuchen? Nein! Jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich das hatte. Oh, es geht, es geht, es geht. Es geht genau. Ich hoffe, ich habe jetzt das Gleiche. Zwei fette Mega-Kühlschränke. Ich muss mal eben ausprobieren, ob ich mich da hinlegen kann zum Schlafen. Nein. Mist. Okay, dann müssen wir halt im Dunkeln weiterbauen. Es geht ja noch. Ach, guck mal, wir müssen eh noch eine Deckenlampe holen. Dann machen wir das jetzt gleich. Esstisch, Deckenleuchte. Mhm. Oh, Korbdeckenlampe. Wohin damit, ist die Frage. Von der Farbe her nehmen wir entweder Gold. Haben wir hier wieder rosa. Rosa und dunkel. Wir brauchen auf jeden Fall hier ein Licht. Das ist ja wohl klar. Dann machen wir hier eins und da eins. Und über dem Esstisch kommt dann das andere Licht. Ich weiß nicht genau, hier vielleicht Esstisch hin, ne? Oder so mittig. Man könnte ja auch mittig stellen. Ich könnte jetzt schon fast mal anfangen mit dem Fußboden. Und vor allem Lichtschalter, damit ich das auch anmachen kann. Normaler. Einfach ein normaler Lichtschalter in weiß. So. Wow, ist das hell. Uff, das ist okay. Wir brauchen gar kein Licht. Das ist sehr gut. Es ist sehr hell. Und ich würde natürlich sagen, wir brauchen diese Fliesen in der Küche. Sehr schön, dass man hier durchgucken kann. Ist da so. Also so weit, wie man hier quasi arbeitet, benötigt man natürlich auch diese Fliese, damit es dann nicht dreckig wird, der Boden. Aha, das wäre jetzt quasi so der Küchenbereich und hier würde man dann versuchen, den Essbereich aufzubauen mit den Paneelen. Wenn wir das nämlich schon mal haben, haben wir das hab ich natürlich wieder zu wenig, ne? Na, hier fehlt wieder was. 96, das fehlt auf jeden Fall das da. Hier, oh, da. Ich gucke mal, ob es schon reicht bis hier. Ah, sehr gut. Heizkörper? Och nö, ne? Wieso das denn? Ist eine Blume? Ja, ist eine Blume. Wanduhr, das kriegen wir irgendwo noch untergebracht. Ich müsste jetzt erstmal gucken, das ist groß hier, der Tisch. Der Tisch ist groß. Wir nehmen, was nehmen wir? Dunkel, lecker, Daniel, ja, versuchen wir. Oh, Tische, Tischbeine schwarz. Ach so, das würde ich hier in dem Fall lassen, weil das passt zu dem Boden. Finde ich okay, ja, oder? Finde ich das okay? Ist halt so ein bisschen so wie das hier. Oder ist das zu viel Holz? Zu viel Verschiedenes? Pango! Ist das zu viel Holz? Ich meine nicht zu viele Holzsorten. Pong, jetzt geh doch mal bitte zur Seite. Vielleicht sollten wir lieber, ich versuche mal, ob wir vielleicht eher so eine Platte finden, wie das, was wir jetzt hier im Hintergrund haben. Bah, nein. Nee, gibt's nicht, ne? Ich hätte es einfach gerne noch heller gehabt, aber es muss mich an irgendwas halten, was ich schon hatte. Sonst nehmen wir beides hier dunkle Kastanie. Dann nehme ich hier auch, oder, nee, Moment, wir hatten hier den Kühlschrank wieder in Wengenholz. Sollten wir vielleicht doch auch bei Wengenholz bleiben. Also nur jetzt hier gerade für den Tisch. So, und dann, ah, Buche, guck mal, das ist gut. Ja, was ist das hier? Ja, 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 ja. Jeb, jeb, jeb. Pongo. Guck mal, Pongo, guck mal hier, eine Wurst. Okay, ich habe ihn angelogen, ich weiß. Jetzt kommt er. Jetzt, wo der Tisch schon steht. Jetzt würde ich ihn gerne. Nein, 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 nein. Ich habe ihn doch gerade angehoben. Aber so, ja, so würden hier noch Stühle dran passen. Das ist okay. Sechs Stühle. Helle Stühle. Nein, ich möchte sie bitte gar nicht so hell haben. Wir müssen jetzt wieder dabei bleiben. Kissen. Grasgrün. Oh, Grasgrün mit Weiß. Hm. Sapeli, dunkle Kastanie. Könnte man das oder. Amerikanische Ulme, Buche, dann haben wir wieder so ein bisschen, ja, 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 das nehmen wir. Dann haben wir nämlich hier wieder so ein bisschen Wand und auch ein bisschen Tisch. Und das Grün haben wir wieder von draußen, haben wir wieder so ein bisschen aufgegriffen, das Muster. Was schön. Nein! Oh, nein, 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 nein. Pongo tut Dinge. Lass das mal bitte, Pongo. Der sitzt jetzt da voll am Tischbein. Naja, gut, der ist jetzt hier nicht festgetackert, der Stuhl. Das schafft er schon. Oh, der ist aber gar nicht mehr gerade. So ungefähr kann man es lassen. Das ist auf jeden Fall gerade. Das ist auch gerade. Jetzt fehlen noch die Lampen. Die könnte man eigentlich ganz gut direkt hier von oben runterlassen. Das mag ich, das ist schön dezent. Creme wäre auch okay. Nee, beige finde ich noch besser. Haben wir was, was noch hübscher aussieht? Helles Grau? Schwarz? Dunkelbraun? Es ist schon wieder so viele Brauntöne, ist mir schon wieder zu viel. Creme weiß ich jetzt gerade auch nicht. Wir nehmen Schwarz. Boah, wie kriege ich denn das jetzt hier gerade an die Decke?
Also, oha, voll gut getroffen. Naja, mäßig. Naja. Geht schon, oder? Es geht schon. Eine Wanduhr. Mhm. Die fehlt noch. Cremefarben. Nee, wir nehmen hier schwarz. Goldenes Metall. Ja, ist eigentlich okay. Wir können, glaube ich, das hier nicht verändern, ne? Ich fand das eigentlich gut. Ich nehme das, glaube ich. Jetzt könnte man entweder sagen hier oder aber da. Weil hier kann man dann von der Küche aus auch gucken. Würde ich sie, glaube ich, eher da hinhängen. Sieht schon ganz gut aus. Tja, was machen wir jetzt mit dem Heizkörper? Das ist die große Preisfrage. Weil hier mittig passt sie nicht hin. Sie kann eigentlich... Passt sie da hin? Nee, ne? Ja, wollen die mich denn laxen? Das ist ja schon wieder das andere Dings hier. Das gehört gar nicht mehr dazu. Das heißt, es muss hier hin. Jetzt muss ich den Tisch wegrücken. Nein. Oh, jetzt ist es genau in dem Moment. Reicht das nicht schon, wenn ich das jetzt so ein bisschen nach vorne rücke, dass dann hier vielleicht die Heizung zwischenpasst? Oh, komm schon, komm schon. Heilige, es geht. Gott sei Dank, ey. Vielleicht kann ich ja jetzt sogar auch den Tisch wieder ranrücken danach, dass ich dann die Stühle auch nicht verschieben muss, weil so sieht es natürlich auch nicht ganz so gut aus. Oh. Nee. Nein, oh, Pongo. Es geht einfach nicht. Die Frage ist, warum geht das nicht? Geht es nicht, weil die Stühle hier vielleicht stehen? Das könnte sein. Stimme, Stühle. Okay, Leute, ich rück das hier mal kurz ran. Ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn das fertig ist. So, jetzt ist es ungefähr gerade. Es geht leider nicht näher ran. Aber ich finde, das passt schon. Ist ganz gut geworden. Krone Christi, die könnte man doch auf den Tisch stellen, oder? Wenn es fertig ist. Oder nehmen wir Türkis? Nehmen wir eine Farbe? Naja, also das würde ja zu den Stühlen noch passen. Oder das hier. Ich nehme mal das. Oh, ach so, das ist schon eine ganz kleine. Oh, die ist aber süß. Aber ich finde, das macht einen Unterschied. Sieht gut aus. Küche ist fertig. Wunderbar. Hier soll ein Ecksofa hin? Hä? Hä, wo soll man denn bitte hier sitzen? Wahrscheinlich in der Ecke. Schon wieder so ein blödes Sanitärsystem. Das muss bestimmt hier hin. Okay, das heißt, direkt erstmal Abstand halten mit dem Teil da, wenn man es vorher schon mal weiß. Dunkelbraun. Jo. Oder beige. Wir nehmen mal weiß. Amerikanische Ulme finde ich nicht so gut. Wengenholz, ja. Genau. Und das Weiß passt natürlich zur Küche. Aber das passt hier nicht hin. Ach so. Das passt natürlich genau. So, dann ziehe ich es ein bisschen weiter vor, dass hier eine Heizung hinterpasst. Ich hoffe, ich habe das richtig gemacht. Vielleicht sollte ich auch einfach jetzt schon mal die Heizung hin tun. Ja, komm. Also die muss auf jeden Fall... Hab ich vertan. Okay, das ist so eine Heizung hier. Die sieht ja sogar ganz gut aus. Könnte man die vielleicht als Deko-Element benutzen? Hier würde die ja auch hinpassen. Hm. Ich tue sie mal dahin, weil ich denke, dass sie vielleicht ganz schick ist. Creme, Sonnengelb. Ja, wir nehmen Rot-Gold natürlich. Ach, Pongo sitzt da auf dem Sofa. Pongo, komm bitte runter. Pongo, nein. Das ist ein fremdes Sofa. Komm bitte runter. Pongo, komm bitte her. Pongo, böser Pongo. Böser Pongo. Nein, Pongo. Hol das Stöckchen. Hui. Hol das Stöckchen. Lauf. Lauf. Wo läuft er denn hin? Der läuft ja wohl ganz komplett anders hin. Also ein bisschen näher muss das hier noch an die Wand können. Ist er gerade weg? Ist er hier gerade zwischengelaufen? So, jetzt geht es hoffentlich. Der Pongo ist auf der Schwelle stehen geblieben. Worauf auch immer er gerade wartet. So. Ah. Oh, oh. Oh Gott. Nein. Nein, 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 nein. Sag nicht, dass das jetzt so überhängt. Nein, nein. Oh Gott, ich glaube, ich habe es vertan. Ich habe es mich vertan. Was ist denn hier passiert? Okay, wir kommen nachher nochmal wieder. Nein, das kann ich doch so nicht lassen. So verkaufe ich ja nur die Heizung, oder? Kann ich... Hubala. Kann ich die Heizung nicht einfach ein Stückchen... Das geht doch meistens, dass man die noch so in die Richtung... Das sah doch gar nicht so aus eben. Ist das jetzt richtig? Ja, ja, jetzt sieht es besser aus, ne? Gott, es ist immer noch so voll am Rand. Das ist voll gebackt hier. Oh, aber haargenau. Puh, das hätte noch weiter nach rüber gekommen. Okay, ja. Hier haben wir gar kein Licht. Wo ist denn unser Licht hier? Guck mal da, da haben wir doch noch Licht. Dann machen wir erstmal den Couchtisch fertig. Dunkle Kastanie haben wir wieder. Eigentlich darf ich hier keine dunkle Kastanie nehmen, weil das ist ja Wengenholz. Okay, das geht nicht. Wir müssen Wengenholz nehmen. Wobei ich sehr gerne das andere genommen hätte. Aber es gibt es leider nicht bei jedem. Gehen wir bitte wieder ein Stückchen her. Pongo. Und nicht Platz. Nee, nicht Platz. Da. Dieser Hund. Ich habe schon nur einen dabei und trotzdem macht er nur Blödsinn. Pampasgras, ich weiß, das ist ziemlich hoch. Wir nehmen erstmal die Dinger hier. Der findet das aber auch toll da. Hä, warum geht das hier nicht? Ich hätte es halt voll gerne so über den Tisch gehabt. Naja, wir nehmen einfach so random, relativ mittig halt was. Schalter, wenn man reinkommt. Oh, endlich Licht. Wie seine Marke da oben immer glänzt. Pampasgras. Ich nehme einfach weiß, weil ich habe so schlechte Erfahrungen mit diesem blöden Gras gemacht. Das sah immer so doof aus, wenn ich einfach eine andere Farbe ausgewählt habe. Und ich werde auch das hier nehmen, weil das ist eigentlich ganz hübsch. Kriege ich das? Oh, ich kriege es ja doch hier drauf. Okay, cool. Oder aber so hier in den Eingang. Aber eigentlich ist gerne hier. Aber es geht natürlich nicht, weil Pongo mal wieder hier alles blockiert. Super. Es kann doch nicht sein, dieser Hund. Der Hund, der macht mich wahnsinnig gerade. Ich hebe ihn irgendwo anders hin. Nee, du gehst jetzt nicht irgendwo hin. Beweg dich, Pongo. Oh Gott. Jetzt tut er ganz komische Sachen. Okay, er bewegt sich ja gerade. Warte, solange er sich bewegt, kann ich mal ganz schnell was tun. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Du bewegst dich dahin?
Er hat genickt. Ich heb ihn weg. Auch wenn du schwer bist, ich heb mir jetzt einen Bruch, aber du kommst jetzt woanders hin. Ich weiß, du liebst dieses Sofa, Pongo. Aber das Sofa, du musst jetzt ganz stark sein. Es liebt dich nicht zurück. Stell dich bitte hier hin. Dankeschön. Sitz. Nein. Finde ich ja nichts. Ja, ja, spring mal schnell. Das ist eine gute Idee. Einfach schnell ein bisschen springen. Leertaste. So. Zack, fertig. Du darfst wieder aufs Sofa. Bitteschön. Puh, okay. Das haben wir fertig. Weiter geht's in den hässlichen Raum, wo überall noch Dreck zu finden ist. La, la, la. Oh, ein Karton. Habe ich eigentlich die Fenster geputzt? Brauchte ich, glaube ich, nicht, ne? Was ist denn hier? Hier ist doch auch irgendwas. Oder ist das. Ah, nee, das ist der Karton. Jetzt sag mir nicht, ich muss auch noch irgendwas im Keller machen. Ich will nicht. Nein. Oh, hallo? Oh, mein Gott. Ich muss im Keller irgendwas tun. Oh, mein Gott. Es ist so viel zu tun hier. Hilfe. Sollten wir vielleicht doch nochmal nach oben gucken? Einfach nur, um zu wissen, was da noch alles kommt. Kommt da noch viel? Oh Gott! Oh no! Aha. Ist das viel? Pongo hat sich hochteleportiert. Ja, ja, hier sind auch wunderschöne Bilder. Die darf ich hoffentlich alle verkaufen. Oh nein, hier ist auch noch ein Badezimmer. Ach ja, stimmt. Wir hatten ja noch nicht mal ein Bad. Was ist das hier alles noch? Oh no! Oh no, oh no, oh no, oh no. Oh Gott, das, ja. Stimmt, Schlafzimmer. Wir haben da noch praktisch gar kein Zimmer gehabt, bis auf die Küche. Ich habe geschnarcht. Hab direkt ans Schlafzimmer gedacht. Und das hier wird bestimmt wieder so ein Umkleideraum oder so. Naja, wo wir gerade schon mal da sind, machen wir auch noch sauber. Aha, aha. So, haben wir hier schon alles. Hier ist auch noch ganz viel Dreck. Hier hat wieder jemand gemalt oder jemanden umgebracht, wahlweise. So, haben wir hier noch irgendwas zu wischen. Ich sehe noch nicht genau, wo ich bin, aber okay. Ey, ich muss das erstmal verkaufen, sonst habe ich keinen Platz. Nein, überall! Was? Ach so, oh Gott. Ja, ich dachte gerade, ich habe was falsch gemacht. Überall kommen irgendwelche Räume noch zum Vorschein. Das ist schon creepy. Eine uralte Badewanne. Oh, lecker. Ah, wer möchte hier drin baden? Mm. Oh, ein goldenes Klo. Darf ich das behalten? Ich weiß nicht. Ich behalte es erstmal. Da muss was montiert werden. Da, das muss ich wahrscheinlich öffnen. Ich drehe es mal auf. Dann muss ich das nachher nicht machen. Falls ich es denn öffnen muss überhaupt. Hier auch. So, hier. Also ich meine, das ist ja wahrscheinlich ein Hinweis, dass das hier bleiben soll, oder? Bestimmt. Ja, muss ich auch aufdrehen. So, da habe ich hier nicht ganz so viel zu entscheiden. Jetzt gibt's noch einen Balkon. Oh, oh. Ah, entfernen, ja. Hier noch ein bisschen Putzi-Putzi machen. Okay, ich glaube, ja, das ist fertig. Wir machen einfach mal hier den einfachen Bereich, weil hier ist ja nicht so zu tun. Hier muss ich einfach nur ein paar schöne Balkonfliesen wieder verlegen. Sind das Fliesen? Ja. Eigentlich eher Paneele. Hä, kommt jetzt nochmal das Gleiche? Nee, das sind andere. Ah, was hatten wir denn unten? Hatten wir brauner Kaffee. Ich würde gerne wieder bei meiner Dings hier bleiben. Dann haben wir Grasgrün und das hier. Oh nein, Leute, hatten wir Kaffee? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich Kaffee hatte. Dann haben wir hier oben halt Kaffee. Ist okay. Man kann ja sowieso nicht unten und oben. Dann war das ausverkauft. Dann mussten wir jetzt hier Kaffee nehmen. Ich weiß nicht, ob ich das da gut finde. Das finde ich gar nicht gut. Es steht ja voll im Weg. Ich glaube, ich drehe das. So wie auf der anderen Seite auch. So, jetzt kann man hier sich so gegenüber sitzen. Hm. Ja, und dann kommt nämlich das dahin. Boah, dann kann man nicht mehr außen rumlaufen. Dann machen wir zuerst jetzt das hier mal fertig. Meeresblau? Oder ist... Oh, das sieht aber auch hübsch aus mit dem Grün. Ich glaube, das würde ich vielleicht mal... Ja, das würde ich mal anpeilen. Dann nehmen wir aber... Ich glaube, Rotgold passt hier ganz gut. Oder goldenes Metall. Nee, Rotgold wegen dem Lila. Schwarz geht ja auch immer. Nee, wir nehmen Rotgold. Ja, ist ganz cool. Ah, nee, das Holz. Das Holz passt nicht. Das muss irgendwie heller sein. Buche. Puh, passt Buche hier? Eine kühle Asche vielleicht. So zu diesem Bast hier. Oder was passt hier am besten? Was passt hier am besten? Ja, versuchen wir mal hiermit. Ja, das ist auf jeden Fall besser als das andere, was wir da hatten. Moment, welche Höhe ist das ungefähr? Hier. Oh, das ist jetzt zu hoch. Ups, ich dachte irgendwie, ja. Ja, ich finde auch die Farbe nicht so ganz perfekt, leider. So ein bisschen, das ist alles ein bisschen sehr viel verschiedenes Holz. Aber das ist eh schon so viel verschiedenes Holz. Also was soll ich machen? Hier machen wir schon mal Licht an. Dann brauchen wir hier noch einen Tisch. So, ich könnte jetzt entweder Pongo hier ausschließen. Oh, hier hätte ich so gerne wieder dunkle Kastanie. Komm, es geht. Pongo, komm mal rein. Sonst wir haben gleich keine Chance mehr, hier uns zu bewegen. Pongo. Pongo, komm rein, bitte. Komm rein, bitte. Ich möchte da bitte den Tisch platzieren. Ich glaube, so rum. Genau, jetzt kann man hier draußen nämlich auch sitzen. Schön. Braucht man hier draußen den Lichtschalter? Ah, doch, man braucht natürlich draußen den Lichtschalter. Ja, hier draußen sind wir fertig. Reinige die Verschmutzung. Ach so. Hä? Oh, da sind ja Spinnenweben. Hab ich gleich gesehen. Habe ich jetzt fertig? Habe ich fertig? Bodenfliesen verlegen. Hier sind ja auch nur die. Das ist ja einfach. Vielleicht sind das ja auch die gleichen, die wir da drüben haben im Nachbarzimmer. Muss ich gleich mal gucken. Haben wir die auch hier? Laminat verlegen. Okay, dann nicht. Schade. Ich weiß nicht mehr, was das hier ist. Das ist schon wieder einfach nur so ein Sitzraum, oder? Man kennt ihn, den Sitzraum. Bodenfliesen. Wie sieht die denn aus? Oh Gott. Oh weia, das weiß ich nicht, ob ich das hübsch finde. Wo gehört denn das jetzt zu? Irgendwo muss doch hier auch noch ein... Ich glaube, ich würde lieber hier die da nehmen. Was haben wir hier? Oh, da ist die gleiche wieder drüben. Ach, so eine Heslon-Fliese. Also ein Parkett.
Also ein bisschen sehr gelb, finde ich. Wir fangen mal vielleicht in dem kleinen Zimmerchen hier an. Oh, das ist ein Bücherraum. Also so ein Nee, doch nicht. Kleiderbügel. Also okay, das sind Schränke. Eine Schranktür? Moment, dann ist das hier ein Schrank. Weiß. Zählt das zu diesem Zimmer, wenn ich das mache? Das ist die Frage. Es hat gezählt. Cool. Wow, das ist ja toll. Das ist so ein... Oh, cool. Genau sowas will ich auch haben. Dann brauchen wir einen Lichtschalter. Das wird nämlich ein richtig cooles Umkleidezimmer. Machen wir mal hier hin. Weil, dann haben wir nämlich da noch schön Platz auf der anderen Seite. Deckenlampe. 3 Deckenlampen. Halleluja. Ja, damit man natürlich gut gucken kann, ne? Wenn man sich hier so umkleidet. Dann machen wir überall so einmal hier in den Ecken. Und dann versuche ich hier mittig so zu treffen ungefähr. Ich hoffe, das passt so in etwa. Das wird cool. Yeah, ein cooler Umkleideraum. 2 von den Teilen. Dunkle Kastanie. Natürlich, dunkle Kastanie. Und weiß. Davon brauche ich 2 Griffe. Hier Griffe machen wir auch weiß. So, dann kommen hier 2 nebeneinander. Einmal hier so einer. Oh Gott, ist das knapp. Man muss es halt ganz genau in die Ecke machen, damit die nebeneinander passen. Da habe ich nicht mit gerechnet, dass das so knapp ist. So, jetzt passt es. Das ist echt cool. Also wenn man so eine Dachschräge hat und dann hier so einen coolen Ankleideraum. Oh, das könnte Ben bei sich haben, weil der hat ja ganz viele Dachschrägen dann bei sich im Haus. Ein Spiegel. Boah, dann nehmen wir einfach in schwarz. So beim Rausgehen. Vielleicht hier? Ja, da ist es gut, weil dann kann man so einen Schritt zurückgehen. Ne? Dann kann man hier so, ich weiß nicht genau, wie breit diese Teile hier sind. Die Kleiderbügel. Ja, dann nehmen wir wieder sowas hier. Dunkel, rosé. Wir nehmen einfach mal so dunkel. Okay, das heißt, man könnte dann hier 1. Ich versuche die so nah. 2. Oh, oh. Hä? Nein, es ging doch gerade. Ah, Mann, als Bongo noch nicht im Weg stand, ging es doch gerade. Ich habe doch gerade was gesehen. Oder nicht? Ging es nicht gerade? Mach's doch noch schlimmer. Pongo, Mensch. Der treibt mich echt. Echt zur Weißglut manchmal. Nein, bitte nicht. Oh, Mann. Aha. Ah, das Problem ist, dass die Rollen sich hier so im Weg stehen. Ach so. Also entweder versetzt man das so leicht oder man muss halt wegen der Rollen so ein bisschen Abstand nehmen. Oder das ist gar nicht wegen der Rollen. Das ist da oben wegen der Stange. Ach so. Und wegen dem Hund. Natürlich. Okay, jetzt reicht's mir. Pongo, mitkommen. Hochheben. Wo setzen wir ihn denn mal kurz hin? Hier. Hinstellen, bitte. Und jetzt macht Pongo bitte einmal Sitz. Sitz. Fein. Bleib schön da. So. Dauert einfach immer noch mal eine Stunde länger. Ich ziehe es so ein bisschen nach vorne, dass sich das dann nicht überlappt. Das ist okay, oder? Der Raum ist schlicht, aber gefällt mir sehr gut. Man könnte hier vielleicht noch so ein paar schöne Bilder hin tun oder so. Das hätte mir auch gut gefallen. Ah, hier gibt es jetzt sogar eine Tür. Oh, dunkle Kastanie haben wir sogar. Dann würde ich mir die auch aussuchen. Ich würde die auch komplett, glaube ich, nehmen. Das goldene Metall, weiß ich nicht. Ja, wir nehmen Creme. Und die kommt dann hier rein. Lichtschalter ist ja nicht so schwer. Den tun wir dann direkt hier hin, weil die Tür geht ja dort auf. Was ist das denn? Ein Hut? Ja, das machen wir natürlich am Ende. Wir gucken jetzt erstmal, wo das Bett hinpasst. Was ist das? Eine Schwager-Halbwand? Hä? Was soll das denn? Das habe ich ja noch nie gehört. Doppelbett. Ach, mal wieder dieses Bett, was jeder mag. Na, komm, jetzt hier gibt es schon wieder das nicht, was ich gerne hätte. Oh, I'm so sad. Dann nehmen wir weiß und hier außen nehmen wir dann das da. Bettbezug versuchen wir mal wieder. Nee. Oder doch? Matratze machen wir dunkelgrau. Ich hätte gerne wieder die hier. Oh. Nein, hätte ich nicht. Aber, ne, vielleicht nicht als Hintergrund. Okay, hinten machen wir dunkelgrau und dann machen wir vorne die Dinger. Ja, ich finde, das kann man lassen. Theoretisch natürlich auch hier, aber ich weiß nicht so recht, ob man sich da den Kopf stößt. Ich stelle es jetzt erstmal hier hin. Dann gucken wir mal, ob sie sich den Kopf stoßen. Ich weiß nicht, wofür ich diese komische Halbwand brauche. Was soll das? Ach, das ist noch ein Zustellbett. Oh, ach, für die Kinder. Ach so. Ja, jetzt gibt es ja hier gar nichts. Auweia. Uff, dunkle Buche. Ja, da muss ich mir jetzt hier was ganz anderes aussuchen. Ich kann noch nicht mal weiß nehmen. Doch, weißes Holz. Dann nehme ich einfach weiß. Oder dunkle Buche halt, ne? Nee, schwarzes Holz. Komm, schwarzes Holz. Sapeli will ich nicht. Am ehesten wieder Wengenholz. Alter, ist das doof. Matratze. Okay, dann nehmen wir hier auch eine andere Farbe. Das ist okay. Wir nehmen... Ich finde, das sieht cool aus miteinander. Bettbezug. Oh, hier gibt es ganz andere Bezüge. Mit dem Grün, das finde ich hübsch. Das sieht gut aus. Blau. Oder das habe ich sonst auch noch nicht gesehen. Für die Kinder. Eigentlich ganz cool, ne? Aber irgendwie gefällt mir das. Weiß nicht wieso. Blaues Kissen. Oder dieses Kissen hier. Man sieht ja sowieso nicht so viel. Nehmen wir mal das Dunkle. Was ist das da? Das ist da oben. Ja, es darf meinetwegen so ein bisschen auch ein bisschen farbig sein. Das ist ja gut, dass das nirgends hinpasst. Doch, da passt das eigentlich. Das ist ja nice. Aber es ist natürlich blöd, weil, also, ich hätte gerne das Kissen auf der anderen Seite. Vielleicht ist das dann doch nicht unbedingt so perfekt. Vielleicht stelle ich das lieber hier hinten hin.
Ja, das stellen wir hier hin. Und dann kommt das Bett halt ja hier so in die Richtung. Ich weiß noch nicht genau, ob wir noch einen Nachttisch bekommen. Man muss ja auch noch ein bisschen hier durchlaufen können. Das ist halt alles sehr eng. Was? Jetzt kommt hier noch ein was? Es kommt noch ein Schreibtisch rein. Wir haben noch so viele Räume. Jetzt übertreiben die hier aber echt. Ja, wir bleiben hier wieder bei weiß. Oh Gott, ach, okay, der ist nicht groß. Der ist nicht groß. Wir haben hier natürlich noch Platz. Ich werde das hier abstellen und dann doch vielleicht... Ich bin mir noch nicht sicher, wohin damit. Das passt ja nirgends anders. Ich kann es ja hier nicht hinstellen. Das passt ja eigentlich prinzipiell nur hier an diese Wand. Oder kann ich das doch so gegenüberstellen, so platztechnisch? Dann ist das eher so die Schlafecke. Ich kann es ja schließen, ne? Oha! Cool! Das ist richtig cool. Wir machen das einfach so. Wir machen hier die andere Ecke hin. Hier ist dann eher so Büro und hier ist so Schlafecke. Ich will das ausklappen, ich finde das cool. Oh Gott, wir haben tatsächlich zwei Nachtschränke. Ich kriege die Krise. Nein. Nein, das passt natürlich nicht daneben. Toll. Ah, ich stelle es schon mal dahin. Muss ich es nachher nicht nochmal raussuchen. Das schieben wir einfach mal hier rüber. Nicht das Bett. Nicht die Mama. Sondern das hier. Das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt haben wir nochmal zwei Lampen. Das ist auch okay. Was haben wir denn hier so für ein Feeling? Gold eher nicht so. Wir haben halt auch nicht so viele schöne Sachen. Ne? Wir können halt wieder... Ach komm, wir nehmen einfach schwarz. Innenseite. Pastellrosa. Nein, weiß. Wir machen einfach komplett schwarz. Kriegen wir sogar noch hier drauf. Ist gut. So, Licht an. Licht an. Stuhl. Den können wir schon mal nehmen. Wo sind meine Monstera-Blätter? Gibt's nicht. Naja, dann halt das. Wir nehmen auch wieder weiß, weil es sonst zu viel. Zu viel durchgemixt. So leicht anschrägen. Das sieht dann immer so ein bisschen benutzt aus. Was ist das denn? Ein stilvoller, langer Fußschemel. Da kümmere ich mich später drum. Erstmal eine Tischlampe. Tischlampe ist wichtiger. Nehmen wir eine aus Holz oder nicht? Aber prinzipiell würde ja das passen. Ich finde es halt einfach immer so hässlich. Hässlich. Habt ihr es gehört? Ja, und dann halt Rotgold, ne? Oh, oh, oh. Das passt ja halt überhaupt nicht. Ich muss von der Seite, denke ich mal, kommen. So weit, wie es geht, nach hinten. Die Lampe ist ein bisschen sehr groß, finde ich, für diesen klitzekleinen Tisch. Dann haben wir noch zig Hüte. Ah, ein Teppich. Nice. Beige. Das finde ich ganz gut. Das finde ich auch ganz hübsch. Grau geht auch immer. Vielleicht sollten wir grün nehmen. Oh, den würde ich gerne hier hin tun. So vielleicht. Ja, passt schon. Dann das Teil hier, ne? Wohin mit dem Ding? Grün. Oh. Manchmal macht man das ja so auch noch da unten drunter, aber man kommt dann hier nicht mehr durch. Deswegen ist das vielleicht keine so gute Idee. Dann da. Dann kann man sich hier eventuell umziehen oder da kann man sich mal hinsetzen, falls man Besuch oder so auch da hat. Das, nee, rot haben wir hier gar nicht. Vielleicht eher Cyan. Ja, entweder hier hin oder daneben. Oder hier so ein Eingang. Nee, das ist zu viel. Ich tue es mal hier hin. Irgendwie gefällt mir komischerweise dieser Raum. Schnurdeckenlampe. Braun. Ja, davon brauchen wir zwei. Dann haben wir einmal hier eine. Und hier im Eingangsbereich auch eine. Boah, jetzt wird das richtig hell gleich. Oder die Tür geht auf. Mega übertrieben. Oh Gott, ich nehme schon wieder so lange auf. Jetzt weiß ich noch nicht mal mehr, ob ich überhaupt das nächste Video aufnehmen kann. Nein. Oh Gott, wie groß ist bitte eine XXL-Uhr? Ja, die ist ja gar nicht so groß. Ich dachte, die ist voll riesig. Ist ja gar nicht. Was? Wie klitzeklein ist das? Nee, dann möchte ich vielleicht L. Ja, L ist doch ganz hübsch. Wohin damit? Hier so. Nee, vielleicht doch nicht, weil da wären eventuell nämlich die Hüte ganz gut. Weißer Hut. Wir nehmen einfach verschiedene Farben. Ich glaube, hier müssen leider die Hüte hin. Ich muss die Uhr woanders hin tun. Ich finde, das ist eine Hutwand. Dann kommt hier einfach die Uhr hin. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was dann hier noch so für Hüte kommen. Dann nehmen wir einen so. Wie süß, das ist viel kleiner. Die haben dann irgendwie so eine lustige Hutsammlung. Dann nehmen wir hier mal einen weißen. Ey, das ist richtig süß. Und der kommt dann schwarz. So, das ist so ein bisschen alles so aufgelockert, damit das nicht so, ja, oder? Ich mag das ja eigentlich gerne, wenn das nicht ganz so geradlinig ist. Ist schon wieder zu geradlinig. Ach komm, wir lassen das einfach so. Ich finde, das ist irgendwie schön. Und das da oben finde ich auch schön. Aber was ist hier? Da haben sie aber was nicht mit bedacht. Habe ich nicht unten noch, aber ich glaube, ich habe nicht genügend. Ich glaube, das ist nur einer. Nein, und ich hätte das gar nicht an der Wand machen müssen. Ah, nee, kommt da nicht noch? Ach nee, da ist ja schon eine Tür. Ah, Mist. Ich nehme wenigstens diese Seite hier. Es ärgert mich, dass ich das andere verbraucht habe. Wir haben es bald geschafft, Leute. Oh, ich kann schlafen bis morgen. Bis zum nächsten Morgen. Immer noch so dunkel. Gibt's ja gar nicht. Oh nee, hier brauche ich schon wieder eine Heizung. Fischröhre. Nochmal so ein Neonfisch. Ah, hier kommt endlich das Aquarium hin. Das ist das Hauptzimmer. Um das ging es die ganze Zeit. Ach, Herr Jemine. Okay. Das heißt, hier müssen wir uns jetzt richtig ins Zeug legen. Was nehmen wir denn mal für einen Braun? Sollen wir hier überhaupt einen Braun nehmen? Oder so ein Dunkelgrau? Ich glaube,
dunkelgrau. Wohin mit dem Sofa? Und wohin mit dem Aquarium? Sofa vielleicht eher hier. Ich glaube, hier in der Ecke ist es ganz gut. Passt auch ziemlich gut hier, ne? Wenn man so hochgeht, ja, das sieht schon schön aus. Ich weiß ja, dass das Aquarium auch sehr groß ist. Also würde ich erstmal gucken, dass wir einen schönen Platz finden für dieses Aquarium. Und am liebsten würde ich hier auch das nehmen, was ich gut finde, nämlich Wengenholz. Und dann nicht schwarzes, sondern so, ja, das mag ich halt. Creme finde ich schön. Jetzt gucken wir, dass wir hier einen schönen Platz finden. Ich glaube, das wäre perfekt fürs Aquarium. Oh, ich vermisse mein Aquarium. Ich möchte das auch wieder haben. Aber ihr seht ja, das ist so riesig. Man braucht halt einfach unglaublich viel Platz. Naja, Couchtisch. Ich sehe schon, wir haben gleich wieder ein Problem mit Pongo. Der ist gleich wieder irgendwo im Weg. Hier geht wieder dunkle Kastanie mit dem Ding. Ja, aber jetzt habe ich natürlich... jetzt habe ich das Aquarium in Wengenholz genommen. Oh, raue, dunkle Eiche. Ach so. Was ist denn, wenn ich hier dunkle Kastanie nehme? Nee, aber das sieht schon besser aus. Weil das eher aussieht wie so Kisten. Oh, das ist auch gut. Amerikanische Eiche. Und das ist dann mit Metall so verschnürt. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Ja, wir nehmen das. Oh, das passt aber überhaupt nicht. Also mit dem Sofa sieht das ja ganz doof aus. Können wir das vielleicht noch ein bisschen hübscher machen? Das hier geht ja, aber oben muss ich vielleicht schwarz doch nehmen. Nee, jetzt ist Pongo natürlich hier im Weg. Pongo, hast du nicht schon drüben das hübsche Zimmer gesehen? Das wollte ich dir unbedingt mal zeigen. Kann ich mit Pongo springen? Ah ja, guck mal, hier kannst du dich jetzt ins Bett legen. Ja, das ist ganz hübsch hier. Tschüss. So, jetzt habe ich natürlich das Problem hier mit dem Sofa. Deswegen muss ich jetzt hier schwarz nehmen. Öffnen. Oh, wow. Das sieht ja cool aus. Könnte vielleicht noch ein bisschen weiter ran. Ja. Das ist gut. Ich sehe schon, hier kommt noch ganz viel mit Deko. Bücherregal. Großer hängender Spiegel. Bücherregal, hängender Spiegel. Wo kommt denn dieser Spiegel hin? Spieglein, Spieglein an der Wand. Sag mir, wo hängst du am besten im Land? Vielleicht hier, wenn man so hochkommt? Hier, hier? Nee, schon da irgendwo. Weiß nicht, ob ich das so absolut perfekt finde, aber ja. Bücherregal. Das muss bestimmt stehen. Oder ist das ein Hängeding? Das sieht schon wieder so komisch aus hier. Ich nehme schwarzes Holz. Haben wir hier? Ah, Glas. Blaues Glas, graues Glas. Dann nehmen wir mal rotes Glas. Oh, wäre natürlich auch nice, aber das passt leider nicht. Dann könnte man hier so Fischfutter drauf tun, dachte ich. Oh, oder gegenüber. Eventuell hier. Aber hier könnte auch eine Blume hin. Dann vielleicht doch dort. Es ist auch so schön schmal. Das würde eigentlich ganz gut passen hier. Vielleicht passt da auch eine Blume noch drauf. Ja, ja, doch. Ich glaube, das passt. Wo kommt der Lichtschalter hin? Eigentlich hier, so wenn man hochkommt. Dass man nur einen einzigen Lichtschalter hat, ne? Verstehe ich gar nicht. Eigentlich braucht man viel mehr. Jetzt haben wir nur noch so Deko-Gegenstände. Kerze, das kann ich am Ende machen. Heizung müsste ich vielleicht gucken. Kann ich eventuell... Ach so, das ist so eine hohe Heizung. Oh, dann Deko-Heizung. Hier? Hier vielleicht. Ich habe gelernt, immer ein bisschen weiter nach links lieber. Von Rotgold war ich jetzt nicht so mega begeistert. Wir nehmen mal Creme. Hoffentlich sieht das besser aus. Oh, ich glaube, das ist gut. Ja. Das sieht gut aus. Aha, finde es auch eine ganz gute Stelle dafür. Hier wäre es vielleicht auch gut gewesen, aber ich glaube, dann hätte man das so ein bisschen kaputt gemacht. Ach, ich kann die gleich noch füttern. 4 Wandlampen ist halt auch echt übertrieben viel. Puh, wo sollen denn die alle hin? Ich würde Meeresblau nehmen, weil wir sind ja hier mit Aquarien und so. Schwarzes Holz. Hatten wir ja vorher schon. Schwarzes Holz, schwarzer Stahl. Keine Kompromisse. Okay, also hier kann ich nicht so viel tun. Ist mir das zu viel mit dem Türkis? Boah, ich würde ja fast sagen, hier 2, 1, 2 irgendwie. Dann hier auf der anderen Seite auch noch eine daneben. So, und dann hier vielleicht eine, wenn man hochkommt. Ja, die hier sieht so ein bisschen random aus. Ich finde, die macht das, weiß ich nicht, immer das Bild so ein bisschen kaputt. Hm. Aber hier passt halt keine dran. Was soll ich machen? Mir gefällt die irgendwie nicht. Könnte höchstens auf der Seite oder halt so. Lieber da. Hier weiß ich nicht. Hier würde ich eher diese anderen Teile dran machen. Die da. Fischröhre. Machen wir einmal so ein Elfisch. Schneeblau. Oha. Ja, okay, das ist ganz schön groß. Hm, ich werde, glaube ich, auch die gleichen Farben nehmen. Einmal so und der auch. Wie groß ist denn M? Ja. Licht an, Licht an, Licht an. Das finde ich schöner, wenn das hier so ein bisschen mehr ambientmäßig ist. Keine Lampe, die da so im Weg steht. Ist besser. Was ist mit dem Rest? Mit den Deko-Sachen? Creme, Gold, mit dem Schwarz. Könnte hier eine draufstellen. Auf jeden Fall hier eine hin. Den Tisch. Und dann habe ich ja noch andere Teile, ne? Einmal so eine kleine Laterne. Die kann man vielleicht auf den Boden stellen. Ich nehme einfach jetzt dunkle Kastanie. Stell ich hier daneben. Cool. Die finde ich so schön. Hätte ich gerne in echt. Ich habe so eine tatsächlich in echt irgendwo. Ist die bloß? Ich habe keine Ahnung.
probieren das Foto und dann nochmal diese Blume in Gießkanne. Ja, Foto ist ja klar, muss hier drauf. Können wir eins da und dann nochmal eins auf die andere Seite. So, hier schön. Schmetterling. Und dann nur noch diese Gießkanne. Ja, hier. Da steht jetzt schon was, deswegen würde ich es da nicht auch nochmal hinstellen. Vielleicht hier so? Die steht irgendwie so voll im Weg, habe ich das Gefühl. Hier ist halt auch kein Platz. Naja, aber ich finde, das ist schon eigentlich relativ geschmackvoll. Also es hat auf jeden Fall was. So, jetzt kommt das Letzte, nämlich das Badezimmer. Oha, braune Fliesen, weiße Fliesen, Bodenfliesen. Erstmal Bodenfliesen natürlich. Das haben wir schon mal. Die sind sehr groß. Da kann man nichts falsch machen. Da haben wir nämlich das schon mal abgehakt. Und die anderen Fliesen würde ich tatsächlich auch am liebsten wieder verlegen, wenn ich weiß, was wohin kommt. Wobei man schlecht in der Dusche wieder irgendwas verlegen kann. Wasserinstallation der Spüle. Oh, ach so. Soll das gar nicht dahin, wo ich das hatte? Soll ich das woanders hin tun? Ah so. Ja. Wo war denn das jetzt hier? War das nicht hier irgendwo? Ja, Dusche würde ich auf jeden Fall hier natürlich in die Ecke machen. So. Hier ist ja schon eine Dusche. Ich kann die Dusche da montieren. Also warum sollte ich sie nicht da montieren? Das geht doch schon. Ich muss nur die Geräte montieren. Alles gut. Ich kann das hier lassen. Das heißt, die schreiben mir quasi vor, wo es hin muss. Dann habe ich ja eigentlich nichts verpasst. Super. So, dann haben wir nämlich das schon mal fertig. Das ist doch gut. Dann eine Badewanne. Krass, knallrot. Wir könnten natürlich auch mega bunt alles machen. Badewanne, blau, grün, gelb, Marmor oder auch so ein Holz. Oder sowas hier. Oh, Meeresblau, dunkelblau. Ich nehme das hier. Das finde ich irgendwie hübsch. Ich habe heute einen blau-grünen Tag. Aber wohin? Hier, da ist sie doch, oder? Ja, so weit wie es geht an die Wand. So, ich hoffe, das ist richtig. Bitte, bitte macht, dass es richtig ist. Was muss ich tun? Ich weiß es nicht. Da? Aha, da kommt sie ja schon. Oh, ich habe diese Badewanne noch nie montiert. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ich drehe einfach irgendwie Schrauben rein. Oh, oh, hübsch. Verschiedenfarbig. Festdrehen. Hier. 1B, 37. Was tue ich da? Hauptsache, ist es nachher dicht und ich muss sie wieder putzen. Alter, okay. Jetzt noch davor schieben. Mein Gott, wie viele Schritte waren das? Nicht so viele Schritte wie bei einer echten Badewanne. Ja, ich weiß. Dann brauchen wir noch eine Einbauwaschmaschine. Die war, glaube ich, am Eingang hier. So weit wie möglich bitte wieder an die Wand. Montieren. Hallo. Oh. Ja, okay, das ist langweilig. Das kenne ich schon. Das wieder raus. Schräublein rausdrehen. Da muss ich wieder irgendwie diese Trommel da einsetzen. Nee, was mache ich da? Keine Ahnung, was ich getan habe. Ach so, ich habe die Platte wieder davor gestellt. So, und jetzt? Das da rein, aufdrehen, anmachen. Nee, doch nicht. Noch nicht anmachen. Sonst haben wir wieder Überschwemmung. Fertig. Jetzt fehlt noch die Tür natürlich. Oh ja, eine Tür im Badezimmer fehlt immer. Lalala. Hä, ich habe mir gar nichts ausgesucht. Ich habe einfach irgendeine Tür gerade genommen. Wir nehmen natürlich wieder dunkle Kastanie. Hier auch. Und Creme, dann haben wir wenigstens die gleiche Tür. Ich hoffe, das passt so. Hallo, Pongo. Ah, genau. Er hat gesehen, dass ich gucke. Gleich wieder fein Platz gemacht. Fenster? Klammer, lässt sich nicht öffnen. Das ist jetzt aber schade, ne? Schwarz. Was? Wo soll das hin? Also ein Mini-Fenster. Ach, da. Ach, der sagt mir schon genau, wo es hin soll. Ah, da kann ich aber nichts verkehrt machen. Okay, jetzt haben wir da ein Fenster. Dann können wir direkt hier aufmachen. Ach nee, das lässt sich ja nicht öffnen. Ach so, ja, stimmt ja. Das heißt, wir haben nur ein bisschen Helligkeit. Wasserinstallation der Toilette. Ach so, ja, stimmt. Das muss ich ja noch installieren. Ich habe keine Heizung, ich habe keine Spüle und kein Klo. Oh, kein Klo. Also ein Klo hätte ich eigentlich am liebsten... eigentlich hier hinten. Auf der anderen Seite wäre natürlich cool, wenn man hier einen Heizkörper hätte, ne? Das wäre schon gut, weil so wegen Handtücher und so. Ah, wobei da wäre auch gut mit Handtüchern. Ja, komm, wir machen das hier hin. Gucken wir von vorne. So. Da kann man nämlich hier richtig cool dran mit seinen Handtüchern. Kann die dann da so aufhängen. Dann hat man immer ein kuschelig warmes Handtuch, wenn man aus der Dusche kommt. Und hier einmal. Der hängt aber ein bisschen sehr weit oben. Finde ich sehr schade, dass ich das nicht weiter runterziehen konnte. Das ist eigentlich nicht normal, finde ich, so weit oben. Toilette, weiß ich jetzt nicht, ne? Ich würde am liebsten hier hinten alles hintun, eigentlich. Also ich würde am liebsten hier eine Toilette hintun. Mache ich auch. Weil wenn ich so überlege, wo würde ich am liebsten auf Klo gehen, würde ich sagen, ja, ganz hinten in der Ecke. Also, warum sollte ich eine andere Toilette irgendwo hinbauen? Nö. Ja, weiß. Ja, brauchen wir nicht. Montieren wir das nochmal. Das ist leider nicht unbedingt die schönste Toilette, die man kriegen konnte. Aber die Toilette, die der Kunde sich ausgesucht hat. Der kriegt natürlich alles, was er möchte. Kann ich hier ziehen? Nee. Geht das auch, wenn man hier so die Tür aufmacht? Oh mein Gott, dann kriegt man die Tür hier direkt gegen die Nase. Da darf halt keiner gleichzeitig duschen, während ich auf Klo bin. Die Spüle könnte man Waschbecken eigentlich hier auch daneben setzen. Was fehlt denn sonst noch? Braucht irgendwas noch viel Platz, ist jetzt die Frage. Hier, doppelte Kommode. Wir gucken mal, wie groß die ist. Könnten wir hier vielleicht ein bisschen auf Grau gehen? Dann sehen wir hier so eine graue. Ja, ich glaube, das ist ganz cool. Dann machen wir, wir lassen so ein bisschen Platz, damit man auch die Waschmaschine aufkriegt. Kann man hier vielleicht auch noch seine Handtücher so drauflegen. Das ist okay, oder? Ja, kriegt man auf. Noch irgendwas Großes. Handtuchhalter und ein Spiegel. Ja, der Spiegel kommt natürlich über das Waschbecken eigentlich. Braun finde ich nicht ganz so schick. Ich nehme meistens gerne diese blauen. Wir nehmen heute auch nochmal rosa mit. Ach, und wir haben ja auch grau, ne? Grau? Nee. Ja, das würde auch gut aussehen. Wir nehmen mal das, so wie es jetzt hier ist. Oh, verdammt. Nein. Ja, okay, dann machen wir hier dazwischen. Machen wir dann hier die Handtücher hin. Dann kommt daneben das
die Spüle kommt dann hier daneben. Dann kann man sich da dann auch noch für die Spüle quasi die Handtücher holen. Da kommt dann da oben noch ein Spiegel drüber. Aber erstmal das. Wir nehmen jetzt grau. Graue Eiche. Ach so. Nein, jetzt weiß ich nicht, was ich eben hatte. Hatte ich graue Eiche oder graues Holz? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich hatte das. Wenn nicht, fällt es hoffentlich nicht auf. Upsala. Nein! Warum? Hä? Warum passiert das manchmal? Muss ich jetzt wieder sauber machen? Ich habe sowieso schon so viel gearbeitet. Also wenn ich jetzt nicht viel Kohle kriege, ne, für diesen Auftrag, dann schrei ich. Ach, das ist das Richtige gewesen. Oh, juhu. Jetzt vielleicht noch einen grauen Spiegel. Ich hoffe, der gibt es auch ein Grau. Graues Holz. Ja. Oder weiß? Ja. So ein bisschen wie das Waschbecken. Ne? Sieht gut aus. Ein bisschen mit Grau. Eine Deckenleuchte. Was ist das hier? Pelzteppich. Toilettenpapier. Das ist alles ohne Zweifel. Das kommt natürlich an den Eingang. Wir nehmen erstmal das, von dem man schon weiß, wo es hinkommt. Toilettenpapier kommt natürlich auch nebenan. Ja, wir nehmen weiß. Hier so. Kommt mal gut dran. Ne? Nur für Rechtshänder ist es perfekt. Wobei für Linkshänder eigentlich auch. So, die hier. Ach, ich dachte, das ist grau. Ich wollte grau nehmen. Ist das grau? Dunkel. Dunkel und schwarz. Ah ja, das ist grau, ne? No. Ich das natürlich nicht daneben. Aber ich brauche sowieso einfach eigentlich hier ein Licht. Warum hier ein Licht? Gott, da stößt man sich in den Kopf. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Man braucht auf jeden Fall hier am Spiegel ein Licht. Eigentlich da. Vielleicht machen wir das lieber links und rechts. Ja, ich glaube, es ist besser. Dann machen wir... Ach so, hier passt ja gar kein Licht hin oben. Ja. Das ist ja jetzt doof. Was machen wir denn da? So ein bisschen rötlich. Ja, hier muss ja eigentlich hier eins hin. Aber ist das dann nicht sehr... Ich weiß nicht. Das Gute ist. Kriegen wir hier vielleicht sonst das eine Licht? Hier geht ja nirgends. Was soll ich denn tun? Da würde halt gehen. Oder halt da. Oder da oben. Sieht auch richtig blöd aus. Nee, Leute, nee. Dann stelle ich lieber da eine Kerze hin. Weiß nicht. Nee, dann lasse ich das lieber so. Zwei Teppiche noch. In Grau. Ja, hier irgendwo einen. Boah. Ob das so gut ist, weiß ich auch nicht. Eigentlich sind wir nicht fertig. Ach ja. Hä? Reinige die Verschmutzung? Warte mal. Wo? Ach so, ich habe hier gekleckert, deswegen. Ach. Hat geklappt. Ja, was machen wir jetzt hier? Weiße Fliesen, braune Fliesen. Oh, nee. Ich kaufe beides erstmal. Ich weiß ja noch nicht, wie das aussieht. Ich will erstmal ein bisschen experimentieren. Vielleicht ist das eher so zum Hervorheben. Das habe ich natürlich... Oh, oh. Oh, dann habe ich gleich... Ach so. Ja, dann muss ich jetzt alles machen. Das war zwar nicht das, was ich eigentlich vorgehabt habe. Ich mache halt jetzt einfach die ganze Wand damit. Ich befürchte, es geht nicht anders. Also ich könnte natürlich irgendwie jetzt... Aber ich kann nichts anderes hervorheben. Du hast halt das Pech mit dieser Schräge. Okay, habe ich schon gedacht, ich bin eigentlich so gut im Budget. Wobei, naja, ich bin eigentlich immer noch relativ im Budget. Das muss auf jeden Fall auch gemacht werden hier. Hab keine Fliesen mehr. Dann nehmen wir hier die Dinger. Dann ist das vielleicht die normale Fliese, die braune. Und dann heben wir halt mit Weiß hervor. Sag mir nicht, ich komme da nicht hinter. Oh Gott, jetzt habe ich das so breit gemacht. Muss ich gleich überfliesen. Ich komme halt einfach sonst relativ schlecht dran. Was heben wir denn noch hervor? Oh, hier geht ja wieder nur das Ganze. Okay. Das ist ja mega erdrückend. Kann ich das bitte rückgängig machen? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Das soll doch so nicht sein, oder? Oh Gott, wie schrecklich. Ich nehme hier Weiß. Nee, das muss wieder weg. Da muss irgendwie Holz hin. Oh Gott, das sieht ja ganz schlimm aus. Oh oh, ich hole jetzt erstmal Braun. Ich weiß auch gar nicht, wie viel ich davon noch brauchen werde. Weil so für die Schrägen hat man dann halt irgendwie total viel. So... Das überhaupt zählt. Ich würde halt gerne hier nochmal einen Braun wieder machen. Und da auch. Oder kann ich... Aha. Okay, das hat schon mal ganz gut geklappt. Dann würde ich hier auch gerne nochmal Braun machen auf der Seite. Jetzt habe ich nur noch zwei über. Boah, ey, nee. Ich mag das Decke nicht in Braun. In weißen Fliesen. Also das sieht echt sehr eigenartig aus. 85. Und nu? Hier wieder Weiß? Hier würde ich echt auch Weiß machen. Man muss erstmal Weiß kaufen. Damit ich da dran komme. Ah, so geht es. 86%. 93%. Nee. 98%. Oh, ich bin fertig. Tja, das ist jetzt die Frage. Ich denke schon, dass das wahrscheinlich hier... Sieht einfach so blöd aus. Ich mache das in Braun. Dann sieht es wenigstens noch eher aus. Oh Gott. Ach, schmerzt ein bisschen beim Gucken, aber okay. Ich verkaufe das hier. Das da, kriege ich wenigstens noch Geld für. Ich glaube, ich bin hier fertig, oder? Es ist eigentlich roundabout relativ gut geworden. Yes. Naja. Also die Zimmer sind alle ziemlich hübsch, wenn man denn diese Holzoptik mag. Ja, ihr wisst ja, ich bin jetzt nicht so der Mega-Fan von der Holzoptik. Man könnte jetzt hier natürlich noch irgendwas dazu kaufen. Oha, das ist ja cool. Hier, das sieht so aus wie so ein Unterwasser.
wie so ein Unterwasserrad oder so. Das ist ja nice. Ich meine, okay, man könnte jetzt natürlich noch richtig loslegen und hier so ein bisschen Deko wenigstens machen, so ein bisschen verschönern. Das ist halt schon immer auch ganz nett. Zum Beispiel nochmal so eine Kerze drauf nach draußen. Ja, Pongo, da freust du dich, wa? Aber ey, ich bin ganz ehrlich, ne? Ich nehme 2 Stunden 30 auf. Man könnte Ewigkeiten hier noch einrichten. Ich könnte hier auch überall noch Klamotten reinhängen und so. Wir haben so viele Zimmer gehabt und so viel aufgeräumt. Also 1, 2, 3, Balkon, naja gut, 4, wir waren noch nicht mal im Keller, fällt mir gerade ein. Nein! 5, 6, 7, nochmal Balkon, 8, oh nein, der Fußboden, das geht nicht. Das muss ja wenigstens so gemacht werden. Oh no! Ich hab vergessen, dass ich im Keller auch noch was tun muss. Oh weia. Innentür? Ah, hier hin. Nein, jetzt habe ich vergessen, was ich hier nochmal hatte. Hatte ich hier dunkle Kastanie oder hatte ich hier Wängen? Dadurch, dass es das manchmal nicht gab, weiß ich nicht mehr, was ich brauche. Ich glaube, ich hatte oben eigentlich immer nur die Wängentür. Die Kastanientür. Naja, gut, dann haben wir die jetzt hier unten auch. Ich sehe gerne so rum. Lichtschalter. Lichtschalter ist gut. Hier ist halt gerade nicht so schlimm, ne? Hier ist nicht so viel. Wir brauchen nur eine Lampe. Dann nehmen wir auch einfach so eine hier. Schon mal Licht anmachen. Ha, viel besser. Kleiderbügel. Oh. 3? Ja, ach ja, stimmt ja. Für die ganzen Kinder und so, ne? Hier ist ja viel los. 1, 2. Nee, das ist doof, weil da... Nee, dann lieber hier daneben. Hier passt richtig viel hin. Jetzt gucken wir nochmal im Keller. Was wollte der denn im Keller haben? Baue Wände. What? Was? Was soll denn hier noch alles hin? Okay, 70 Wände. Das ist ja gar nicht mal so viel. Oder auch doch. Okay, Leute, ich baue mal gerade 70 Wände. Wir sehen uns gleich wieder. Neuer Fertigkeitspunkt. Yay. Immerhin etwas. Den sollte ich sofort einlösen. Was kann ich denn verbessern hier? Schnelleres Bauen. Das ist doch jetzt eigentlich gut. Wie? Ich kann 5 Wände gleichzeitig bauen. Das mache ich ja gerade gar nicht. Dann... Oder 400% schnell. Ich mache das. Ist beides cool gewesen. Ich habe es einfach wieder nicht gemacht. Boah. Das geht ja viel schneller. Krass, ey. Okay, ich habe schon mal die Wände. Jetzt müsste ich nur noch die Stürze bauen. Aber das geht ja auch schneller. Das ist der letzte Sturz hier. Und dann haben wir das soweit erstmal fertig hier. Eieieiei. Natürlich ist auch noch sehr dunkel geworden. Türrahmen. Aber wo? Hä? Wohin? Lichtschalter. Erstmal Lichtschalter und Licht. Wenn man hier runterkommt. So, da erstmal Licht anmachen. Keller. Wir nehmen einfach so dunkel Keller. Tja, muss ja nicht so viel sein. Brauchen wir hier um die Ecke auch noch ein Licht? Oder ist das ein separater Raum hier? Nö. Okay, dann ist das wahrscheinlich jetzt nur hierfür. Dann machen wir einmal da und einmal hier. Erstmal Licht anmachen. Ah, so sieht das hier aus. Ach so. Ach, das muss ich verkaufen. Oh, ach so. Das habe ich ja total falsch gedacht. Ich dachte, ich muss einen kaufen. Das muss weg. Ach, da muss vielleicht der Schrank rein. Ah, nice. Oh ja, schwarzes Holz. Bei Keller, ne? Keller brauchen wir dunkel. So, jetzt haben wir hier so einen coolen versteckten Schrank. I like. Was kommt dahinter? Da kommt eine Waschmaschine hin wahrscheinlich. Das finde ich auch gut. Können wir ja das mittig machen. Mach so, dann können da links und rechts vielleicht noch irgendwelche Sachen daneben. Bodenfliese. Moment, vielleicht sollte ich das vorher machen. Muss bestimmt auch hier rein. Ja, hat auf jeden Fall gezählt. 5%, 7%. Ziehen wir die mal fix durch. 100% fertig. Dann kommt jetzt die Waschmaschine. Ja, das haben wir eben schon mal gemacht, ne? Da haben wir hier unten im Keller auch noch eine. Warum haben wir die Dinger denn an 2 verschiedenen Orten? Ah, das oben für die kleine Wäsche oder was? Meine Katze schmatzt im Hintergrund. Die isst gerade richtig laut Katzenfutter. Okay, jetzt sind wir fertig. Jetzt muss ja eigentlich hier nur noch Fischröhre. Aber ich weiß nicht, ob ich die hier reintun würde. Ich finde das ja eigentlich schöner, wenn man das hier draußen irgendwo hat, oder? Ziegel? Muss ich hier... Ach so. Hier sollen auch Ziegel hin. Ja, die sehen natürlich hübsch aus, das stimmt schon. Jetzt hinkomme mit einem. Ich habe eben nicht geguckt, wie viel hatte ich denn vorher? Hoffentlich reicht das. Oh, ich glaube, es reicht nicht. 85%? 89? Nee, das reicht gerade nicht. Ne. War so klar. Ich werde die jetzt auch nicht verschwenden. Vielleicht brauche ich die gleich nochmal irgendwo. 99? Achso. Jetzt nehmen wir hier nochmal die Fische. Ah, das Blau fand ich eigentlich ganz cool. Wir nehmen einen richtig fetten Fisch. So, wenn man hier so runterkommt, boom, sieht man den direkt. Dann nehmen wir noch einen. Den wieder kleiner. Vielleicht aber auch eine andere Farbe. Wir nehmen mal dunkelblau. Ah, einen hier. Ich bin auch mal überlegen, ob ich hier auch so einen großen nehme. XL. Nehme ich auch wieder dunkelblau. Da. Ja, da nehmen wir auch einen. Ja, finde ich eigentlich ganz, ganz hübsch. So, was ist denn das jetzt hier? Fenster verkaufen? Oh, nicht, dass wir dann gleich hier nochmal neue Fenster kaufen müssen. Sind wir überhaupt so weit unten? Ich weiß es nicht. Tür.
Hä? Ach so, ich wollte mich gerade wundern, aber wir müssen ja irgendwo auch rauskommen wieder. Warte mal, zwei Türen? Wieso zwei Türen? Warum weiß? Warum kann ich mich nicht entscheiden? Ach so, hier, ach so. Ich würde sagen, das müsste eigentlich hier, das ist so rum, ne? So, und hier, das ist nochmal so ein extra Raum. Dann würde ich auch so rum wieder hier die Türen. Dann ist das nämlich eher außen quasi. Jetzt muss ich auch noch streichen mit ein neuer Morgen. Nehmen wir M. Ich hoffe, M reicht hier. So, wir sehen uns gleich wieder. Ich streiche hier einmal die komplette Wand mit dem Visa, dem grauen Morgen. Heißt gar nicht ein grauer Morgen, heißt ein neuer Morgen. Tada, ich bin fertig. Bodenfliesen kennen wir schon. Die haben wir irgendwo oben schon mal gehabt vorhin, oder? Sind die... Waren das die? Die sehen irgendwie so rot aus. Hä, was ist denn das jetzt hier mit der Tür? Was ist mit den Bodenfliesen? 96%. Habe ich wieder hier unten drunter was nicht? Ah, hier. Hier auch vielleicht? Ich bin verwirrt. Was ist mit den Bodenfliesen los? Wieso zählen die nicht? Und was ist mit der Tür? Aha. Ach, das ist noch so eine Tür. Was soll ich denn damit jetzt machen? Schwarz. Aber hä? Oh. Ach so. Oh. Ach so. Ach, krass. Okay, das ist ja jetzt schon was komplett anderes. Ach, da muss ich hier vielleicht auch noch den Boden machen. Ah, das ging natürlich eben noch nicht. Da hätte ich ja lange suchen können. So, ne? Ah, verstehe. Dann muss ich hier bestimmt auch nochmal streichen. Eigentlich wahrscheinlich nicht. Aber es sieht halt doof aus. Deswegen machen wir das trotzdem. Das ist ja krass. Wo sind wir denn jetzt hier? Lala. Oh, voll schön. Gut, dass ich da nichts hingestellt habe. Oh nein, nicht, dass ich jetzt gleich auf der anderen Seite auch noch rauskomme. Oh oh. Lichtschalter. Lichtschalter. Eingang. Zwei wunderhübsche Lampen in schwarz, bitte. Weil sie so formschön sind. Jetzt gibt es hier auch noch so einen Raum. Ach, der ist bestimmt dann für die Kids. Oder so. Oder? Die Kids haben einen eigenen Fernseher. Doppelbett. Heizung. Klima. Hier haben sie eine Klima. Hä, die sind doch voll weit unten. Warum brauchen die denn hier eine Klima? Okay, erstmal ein Bett. Lila, auf jeden Fall. Auf jeden Fall lila. Amerikanischer Kastanienbaum. Wie elitär. Nehmen wir. Ach, das ist aber hübsch. Das ist ein hübsches Bett, ja. Das finde ich sehr schön. Aber man kann halt voll raufgucken jetzt, wenn man da drin ist. Fenster riesig und man guckt einfach voll aufs Bett drauf. Wo kommt denn die Klima hin? Irgendwo übers Fenster, ne? Das ist immer einfach übers Fenster. So, so, so. Hier so. Das habe ich ja ewig nicht mehr installiert. Eine Klima. Ja, wie war das gleich? Irgendwie ganz viele Schrauben und so. Ja, Kasten drauf. Ach ja, hier muss ich ja noch ganz viel verbinden. Irgendwelche... Oh, was habe ich getan? Keine Ahnung. Ah, festschrauben. Das hier irgendwo... Das passt schon, ne? Das muss dann wieder mit dem und das mit dem und das mit dem. Und dann schrauben wir das alles fest. Und hoffen, dass es dann geht. Ach nee, es geht noch gar nicht. Dann hier noch so ein dicker... Klappe drauf. Nachtschränke. Wir haben auch immer nur die gleichen Sachen, habe ich das Gefühl. Weißes Holz. Ja. Weiß auch nicht, ob jetzt schwarz vielleicht besser gewesen wäre. Naja. Sieht ein bisschen zusammengewürfelt aus. Ich bin ehrlich, Leute. Wollte ja eigentlich alles so ein bisschen dunkel machen im Keller. Aber jetzt haben wir hier lila genommen. Jetzt muss ich eigentlich auch lila nehmen. Aber dafür oben weiß und hier vielleicht so ein leichtes, zartes Grau. Habe ich denn da auch noch Standdinge? Also kriege ich da noch Lampen? Sonst würde ich das halt hier so oben hin tun. Nicht ganz gerade. Ich warte mal gerade ab, ob wir jetzt nicht doch noch ein paar Lampen für den Nachttisch kriegen. Pelzteppich, Steckdose. Oh, nee. Oh, really? Jetzt muss ich hier irgendwo zwei doofe Steckdosen. Hab ich gar keinen Nerv drauf. Steckdosen platzieren ist völlig sinnlos. So, hier und da. Ach, ich muss die gar nicht. Ich dachte, ich muss die auch noch montieren. Muss ich gar nicht. Na, dann ist ja gut. Schrank. Würde gerne schwarz nehmen. Jetzt passt nichts mehr zu meinem Pink. Okay, dann nehmen wir halt schwarz. Hier so irgendwie in die Ecke. Ah, und der Spiegel, der nimmt auch noch so viel Platz weg. Aber da würde ich eigentlich gerne einen weißen Spiegel nehmen. Der sieht ein bisschen süßer aus. Hier, so leicht schräg an den Schrank dran. Haben nicht ganz so viel Platz sonst leider. Nein, jetzt habe ich ja noch so einen Schrank. Oh, was? Und Fernseher? Oh, oh. Oh Gott, wo soll das denn hin? Weiße Kommode? Mit schwarzem Holz. Dann haben wir beides. Griffe in weiß wieder. Ja, jetzt habe ich natürlich ein Problem. Ich würde sagen, wir ziehen das Bett weiter rüber. Dann kommt der Schrank auf die andere Seite und dann kommt hier der Fernseher hin. Oh, Leute, es muss alles verschoben werden. Alles muss verschoben werden. Auch noch die Lampen. Aber eigentlich können die weiter nach unten. Jetzt, wo ich weiß, dass ich keine anderen Lampen kriege. Ja, ist besser, ist besser. Ist besser, ne? Tja, und dann kommt der Schrank halt hier irgendwie so hin. Der Spiegel? Ja, entweder da oder kann er nicht vielleicht sogar hier bleiben? Eventuell auch dort. So in der Ecke. Auch ganz cool. Ja, ja, ich glaube, so lassen wir das. Dann kommt da nämlich der Fernseher drauf. Oder an die Wand. Kommt er an die Wand? Nee. Ach, das ist ja ein kleiner. Oh, falsch rum. Fast falsch rum aufgestellt. So. Ja, dann haben wir noch eine Wanduhr. Ach, stimmt ja. Nochmal eine Heizung. Oh Gott sei Dank ist das so eine hübsche wieder. Ja, hier. So dekomäßig. Man sieht sie zwar leider nicht so richtig, aber wir nehmen mal eine rote. Ach nee, wir haben ja pink. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Dann nehmen wir eine weiße. So ein bisschen. Gott sei Dank geht das relativ fix. So, wie sieht's aus? Ja,
kann man machen. Ich könnte das noch ein bisschen weiter nach vorne schieben, aber muss auch nicht sein. Sieht eigentlich auch ganz cool aus. Wanduhr, finde eigentlich keinen guten Platz gerade. Ist der einzige, der so okay wäre. Gut. Aber nicht unbedingt. Weil das Bild hätte ich gerne über dem Bett. Oh, hey, das ist voll cool, dass ich hier irgendwie Lila genommen habe. War vielleicht ein bisschen sehr groß. Ich weiß. Ja, okay. Jetzt ist es halt da. Und weiße Teppiche. Ich würde fast sagen, wir nehmen einen links und rechts, aber es ist... Oh, oh. Gott, das passt ja gar nicht. Ja, dann muss ich halt hier einen davor noch nehmen. Es ist nicht ganz so viel Platz. Ich könnte sie jetzt auch ein bisschen schräg legen, aber ich bin so kein Fan von so schrägen Teppichen. Sagen wir mal so, wir haben hübschere Zimmer. Was fehlt noch? Es hört einfach nicht auf mit diesen... Ich nehme schon seit 3 Stunden auf. Ich bin völlig fertig. Ich kann zu Hause nichts mehr tun. Das passiert dann, wenn man nach so einem Arbeitstag nach Hause kommt. Nach 18 Stunden Arbeit. Und dann soll man dann auch noch umbauen. Das geht doch nicht. Wie soll denn das funktionieren? Noch eine Tür. Was mache ich da? Ich kann gar nicht mehr richtig nachdenken. Hier, Innentür. Kennen wir ja schon. Die haben wir auch schon gehabt. Genau, genau. Die kommt nämlich hier hin. Warum habe ich nur eine gekriegt? Ich wollte bitte noch eine. Aber ich kann euch sagen, so in etwa geht es mir auch immer, wenn wir von Lüneburg nach Hause fahren. Da bin ich so fertig, dass ich nichts mehr schaffe. Ich sage mir vorher auch immer so, oh, ich nehme noch auf und dann komme ich nach Hause und... Das war's dann. Deswegen weiß ich jetzt auch gar nicht, ob ich jetzt noch eine weitere Folge aufnehmen kann. Ich habe so Hunger. Streiche mit den Farben Silbereis. Ja. Okay, hier und drüben auch oder nur hier? Leute, wir sehen uns gleich wieder. Ihr wisst Bescheid. Ich streiche hier mit Silbereis. Silbereis, wow. Da ist der Stuhl mit der stillen Ecke. Bodenfliese, ach, die schon wieder. Das ist vielleicht auch die hier, die in das nächste angrenzende Zimmer rein muss. Nee, ich glaube, da war wieder eine andere bestimmt, oder? Bodenfliese. Ach, die kennen wir doch von der Küche. Ich weiß jetzt nicht so. Oh, was habe ich getan? Komische Dinge. Naja, egal. Machen wir das halt irgendwie in Häppchen. Fußböden sind fertig. Das ist schon mal gut. Hier ist die Wand auch fertig. Was ist mit der Wand hier? Ich habe wieder verschiedene Teile. 20 und 32. Ach du Schreck. Wieso ist denn das so genau aufgeteilt? Ich kaufe erstmal was. Und dann gucken wir mal. Welche ist denn jetzt mehr? Woher sehe ich denn, welche ich habe? Ich weiß ja gar nicht, welche ich habe. Ich weiß ja gar nicht, welche ich jetzt in der Hand habe. Von den Grauen brauchen wir mehr. Die Grauen sind die da. Die Wand ist kürzer. Das ist wahrscheinlich die für diese Wand, oder? 9. Oh je. Nee, 10. Okay, alles gut. Dann wird das wahrscheinlich, hoffentlich, richtig gewesen sein. Hier dann nochmal 5. Ja, okay. Der. Oh, dann haben wir das schon mal abgeschlossen. Dann haben wir wenigstens schon mal alle Wände fertig, glaube ich, hoffe ich. Ja, hier hat man dann... Ach so, schon wieder weg. Ich glaube, ich brauche 2. Was genau wieder nicht reicht. Ich habe hier nämlich... Hä, wieso ist denn das jetzt so... Okay. Ja, es hat um 2 auf jeden Fall genau nicht gereicht. Habe ich ja doch recht gehabt. So, dann kann ich die verkaufen. 47. Oh, und 44. Man sollte sich merken, wenn man bei dem Budget noch nicht angekommen ist, dann ist man definitiv noch nicht fertig. Das kann auch weg. Ist hier noch ein Schlafzimmer eventuell? Ja, dann ist das hier das Jungszimmer. Falls es hier ein Jungszimmer geben sollte. Mit, sollen wir das aus vielleicht grau oder so halten? Machen wir hier wieder so grau. Und so ein bisschen spiegelverkehrt. Ich habe ja so die Hoffnung, dass hier vielleicht ähnliche Sachen drin stehen. Deswegen ziehe ich das Bett direkt schon mal so ein bisschen weiter nach vorne. Vielleicht stimmt es auch nicht. Vielleicht wird es hier auch anders aussehen. Aber ich sehe schon, eine Kommode ist da. Fernseher ist da. Schrank ist da. Ja, und jetzt haben wir hier so ein bisschen das Grauthema. Wieso haben die hier denn noch eine Deckenlampe? Das hatten sie ja vorhin nicht. Aber sonst doch schon. Alles in Grau. Oder so. Nee, das ist eigentlich zu viel Farbe. Ja, komm, so irgendwie grau. Oder mit Schwarz. So. Jetzt hätte ich natürlich vorher lieber die kleinen Nachtschränke schon haben können. Dann hätte ich es besser ausrichten können. Also in etwa so. Jetzt haben wir da schon mal Licht. Ist aber sehr dunkel. Dann nehmen wir doch schon mal direkt das Licht hier. Heller Stahl? Hä, warum ist denn das so? Das müsste doch eigentlich dunkler sein. Wie sieht das denn aus? Das sieht ja aus wie Kupfer. Sieht genauso aus. Komisch. Graue Eiche und dann mit kühler Eiche oder mit weißem Holz. Ja, mit weiß. Kann man so lassen. Dann kommt hier auch wieder so ein Fernseher drauf. Wie drüben. Der ist ja viel größer. Oder kommt mir das nur so auch vor, dass er größer ist? Vielleicht auch nicht. 2 Steckdosen. Jetzt machen wir hier mal da eine hin. Da und hier neben das Bett. Dann brauchen wir auf jeden Fall die Nachtschränke noch. Grau. Ja. So. Das fast wieder ein bisschen noch rüberschieben. Noch ein bisschen anpassen. Ich habe so das Gefühl, dass das hier ein bisschen eng wird, vielleicht mit dem Schrank. Oder habe ich gar nicht so der... Ach doch, das ist der gleiche Schrank. Graues Holz haben wir auch. Ah, es ist halt einfach eng. Immerhin ist es wenigstens eine Schiebetür. Aber so da hinten in die Ecke würde ich den jetzt ungern stellen. Ah, sogar einen Spiegel haben wir. Kühle Eiche, graue Eiche. Wohin? Da. Hier in die Ecke. Könnten ja auch hier die Heizung hinmachen.
weil sie so dekomäßig eigentlich ganz gut aussieht. Ich glaube, wir haben aber, ach, haben wir doch, dunkler Stahl, heller Stahl. Wir nehmen mal heller Stahl, aber ich finde immer, dass man das da nicht so gut erkennen kann. Man sieht es immer erst am Ende. Oh, das sieht ja wieder sehr dunkel aus. Ist das so dunkel? Ja, aber sieht gut aus, oder? Also ich finde, lässt sich auf jeden Fall gemeinsam schon so sehen. Wanduhr, ich nehme, glaube ich, jetzt hier schwarz. Dunkler Stahl. Dann so, weil wir haben ja wieder das Bild. Nehmen wir jetzt M. Passt auch mit dem Grau. Aber schade, dass hier das gleiche Bild ist. Ich hätte es cool gefunden, wenn hier wenigstens ein anderes gewesen wäre. Ach, die doofe Klima. Die Klima finde ich immer so irgendwie so leicht sinnlos. Oh, ja, die geht auch im Dunkel. Damit es ein bisschen anders aussieht, hier in Dunkel. Aber anzubauen geht es leider genauso. Zigtausend Dinge, die man hier verbinden muss. Oh, der hat gleich zwei auf einmal gemacht. Perfekt. Ja, nächster Schritt. Die ganzen Rohre. Hallo, so, fertig mit der Abdeckung. Irgendwas fehlt. Ach so, der Teppich, genau. Wir können auch graue Teppiche nehmen. Ich kann ja jetzt nicht da einen hinmachen und da einen. Also entweder muss ich so und dann passt vielleicht hier einer zwischen. Oh Gott, wenn ich Glück habe. Das sieht ja ganz chaotisch aus. Wäre es hier besser gewesen? Nee, hätte nicht gepasst. Na gut, hier sind wir fertig. Jetzt fehlt nur noch, Alter. Oh mein Gott, das ist so viel. Noch ein Lichtschalter. Bleiben wir hier beim Grauthema? Ich glaube schon. Lichtschalter hier. Ach, die wieder. Ist hell denn grau? Ist hell schwarz? Nein, wir nehmen das da. Ich habe vergessen, ich brauche zwei. Ja. Kann ich schon mal anmachen? Sehr gut. Ich würde gerne hier auch beim Grauthema bleiben, wobei hier der Boden so beige ist, ne? Was haben wir denn so? Eine Dusche. Und eine Badewanne. Ah, oh, wir haben doch gar nicht so viel Platz. Wo soll denn das alles hin? Naja, Dusche kommt in die Ecke auf jeden Fall. Könnte man hier hin machen. Ist das da die Türe rechts? Oh, ich habe das ja schon mal verkehrt gemacht. Oh, oh. Da habe ich versucht, mit Pinchen zusammen einfach alles zu vertuschen. Grau und weiß. Habe ich die nicht eben schon mal montiert? Die sah genauso aus. Ja, ich glaube, das war die gleiche wie oben. Nee, doch nicht. Die Türen waren anders. Weil wenigstens habe ich die Wände schon fertig. Das ist immer gut. Und wo haben wir jetzt auch Platz für eine Badewanne? Oh Gott, das wird doch alles viel zu groß, oder? Oder kriegen wir das hier auch noch hin? Da? Kriegen wir das hier gegenüber? Ja, hier auf jeden Fall nicht. Nee. Ja, wenn dann dort. Es wird knapp. Auweia. Aber die Badewanne ist nicht ganz so groß. Ja. Ich habe ja gesagt, wir nehmen eine... Oh, mit Türkis. Ja, mit Türkis. Das ist schön. Mal wieder ein bisschen was mit Farbe. Nur so ein kleiner Akzent. Was muss ich machen? Ach, da. Ja, die ist definitiv auch wieder anders als das, was wir da vorher hatten. Aber man muss trotzdem immer wieder das gleiche montieren, so in etwa. Überlauf meine ich. Da was rein. Armatur. Und fertig. Das sieht richtig hässlich aus mit dem Boden. Richtig hässlich. Und dann auch noch eine graue Badewanne. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Nein. Ich hoffe, ich habe ein passendes Klo, was genauso bescheuert aussieht. Dann würde ich das auf jeden Fall nehmen. Toilette. Natürlich am liebsten hinter der Tür. Ich hätte da zwar auch gerne eigentlich den Dings hier gehabt. Den Handtuchhalter, ne, mit der Heizung und so. Aber ne, grau. Wir müssen dabei bleiben, Leute. Mit schwarzem Deckel. Hier auch nochmal dunkel. Das ist das wunderschönste Klo, was wir je gesehen haben. Hä? Oh Gott. Boah, das sieht einfach gar nicht gut aus, ne? Die armen Kinder. Die haben sich das selbst ausgesucht. Die wussten noch nicht so recht, was gut aussieht. Die wollten noch ein bisschen rumprobieren. Die haben gesagt, ja, grau ist toll. Alles in grau ist toll. Prinzipiell eigentlich lieber dahin, weil hier wird bestimmt das Klopapier nass. Aber da ist auch nicht gut. Alles schlecht. Oh Gott, nein, ich bin mit dem Budget schon in Rot. Hä? Wie konnte das denn jetzt passieren? Auf Feier. Nee, ich traue mich gerade nicht, das zu nehmen. Was nehmen wir denn dann? Ich muss erstmal den Heizkörper. Schaffe ich das noch mit meinem Budget? Oh Gott, oh Gott. Was ist denn, wenn das aufgebraucht ist? Ich kann den Job ja auch schon beenden, theoretisch. Eigentlich. Aber was habe ich denn falsch gemacht? Okay, ich habe vielleicht ein paar falsche Entscheidungen getroffen, musste mal wieder was verkaufen und dann nochmal neu machen. Aber war das jetzt so schlimm? Irgendwie ja, glaube ich. Oh, war ja. Nee, komm, ich habe doch noch 15.000. Was stellen die sich so an? Ich habe ein paar Glühbirnen ausgegeben. Was soll das? Das würde doch nicht so viel gewesen sein. Von der Lichterkette, da habe ich vielleicht ein bisschen eine Lichterkette mal gespendiert. War doch nur nett gedacht. Nein, jetzt kriegt man gleich die Quittung dafür. Silberahorn, haben wir nicht irgendwas noch aus Holz? Ja. Das ist doch grau. Spülbecken. Ja, wäre auf jeden Fall irgendwie Silber eher so. Ja, ich hoffe, das geht mit der Tür. Es ist immer alles so, man hat ja immer so wenig Platz. Das ist echt wie in echt. Da denkt man auch so, ich denke ja auch so, die Küche ist so groß und dann stellt man fest, ups, sobald da Schränke drin stehen, ist die Küche gar nicht mehr so groß leider. Jetzt fehlt noch der Handtuchhalter. Ach, ich wollte gerade sagen, hoffentlich muss ich dieses Braun nicht nehmen. Nehmen wir halt helles Grau, weiß, grau, helles. So, hier so auf der Seite. Dann ein Spiegel.
Das ist doch gut. Oder Grausholz, Grausholz. Ein Stück weggehen, weil sonst sehe ich immer nicht, wie es hängt. Dann noch der Wäschekorb. Und wir brauchen noch mehr Handtücher. Kariert. Vielleicht nehmen wir oben das da. Das sieht mich auch ein bisschen grau aus. Das sieht tatsächlich grau aus. Kann ich irgendwas noch nehmen, was irgendwie sich noch ein bisschen ergänzt mit dem Grau? Ja, sonst nehmen wir das. Eigentlich muss das hier hin. Oder dort. Ja, oder da. Das ist doch auch gut. Zum Trocknen tut man es dann hier hin. Fehlt jetzt nur noch der Wäschekorb. Das soll dunkelblau sein. Ja, wenn die meinen. Hier dann dort so. Weil dann kann man die Handtücher nehmen. Von da vielleicht dann auch noch Handtücher, wenn die getrocknet sind. Muss man die erstmal trocken machen, bevor man sie wieder reinschmeißt. Und ich werde jetzt nichts mehr verschönern. Auf gar keinen Fall. Habe ich jetzt alles gemacht? Uff. Leute, ey, das ist aber auch ein Wahnsinnshaus gewesen hier. Ist jetzt gerade Sonnenaufgang oder Untergang? Ich meine, es sieht toll aus. Finde ich schon. Auch hier mit den ganzen Lichtern und so ist es wirklich schön geworden. Ich bin auch gespannt, was wir jetzt sehen können am Ende mit den Bildern. Hier unten auch. Sieht cool aus mit den Eingängen. Uff, Leute, es war echt viel. Aber irgendwas fehlt doch immer noch. Warum steht denn da immer noch Fortschritt? 95%. Hä? Ich suche nochmal. Vielleicht finde ich gleich was. Ah, die Dinger kann ich auch noch verkaufen. Hier. No. Hier habe ich einfach... Wieso liegt hier ein Knochen? Hier habe ich einfach nichts. Das gibt's doch gar nicht. Ich mache das hier auch komplett random. Ich sag's euch. Ich hole mir jetzt einfach hier Fliesen. Und dann mache ich die eine Wand so mit denen hier. Und die andere Wand einfach weiß. Also mit den anderen. Jetzt reicht das noch nicht mal. Jetzt fehlt hier einfach nur einer. Ah, ich dreh durch. Aber der hier wird auch nicht reichen, wa? Oh, oh. Davon brauche ich auch zwei. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Das kann eigentlich nicht sein. Ich habe halt hier irgendwie einen falsch dann verschleudert. Das war echt blöd. Okay, die Seite habe ich schon mal fertig. Das... Moment. Nein. Jetzt habe ich die verkauft. Ich brauche mehr von denen. Ich habe sie gerade verkauft. Abbruch. No. Oh no. Na, das kann doch nicht sein. Ja. Nee, Moment. Dann legen wir das erstmal hin und dann gucke ich, dass ich das vielleicht doch noch irgendwie hervorheben kann. Irgendwas. Oh mein Gott. Oh. So, jetzt haben wir hier. Ja, da, das geht. Ich versuche mich jetzt ganz schnell hier zu beeilen mit dem Ding. Meine Tiere warten zu Hause mit knurrenden Mägen. Mami kommt einfach nicht, weil wir hier Sonderschicht fahren. Wie oft ist es jetzt schon dunkel geworden heute? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht mehr mitgezählt. Ich könnte ja zum Beispiel hier, da. So, können wir das nochmal betonen? Jetzt haben wir 20. Wie viel brauchte ich denn eigentlich nur? Reicht, wenn ich hier eine Wand einfach nur so habe oder was? 25. Hä, wie viel weiß sollte ich denn machen? Ja, wollen die mich veräppeln? Wo soll denn überhaupt weiß sein? Habe ich da jetzt nicht richtig drauf geguckt oder was? Na, scheinbar nicht. Badewanne. Ja, hab wieder nicht so viele Möglichkeiten, ne? Muss wieder hier irgendwie direkt in der Ecke. Gott, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war hier. Vielleicht hätte ich das lieber, aber das ist ja auch eine Eckdusche, vielleicht lieber hier hin tun sollen. Oder die Badewanne hier. Da kommt man aber nicht mehr durch. Das geht nicht. Wir müssen das jetzt so machen. Da muss er halt von hinten in die Badewanne einsteigen. Die ist auch schlecht geschnitten. Warum brauche ich überhaupt eine Badewanne hier? Ich hätte mir gar keine Badewanne geholt. Dann machen wir so rum jetzt hier, Türkis. Oh oh. Oh oh. Ja, so ziemlich schön in die Ecke schon. So weit, wie es geht. Das kenne ich jetzt auch schon. Das habe ich ja schon mal gemacht. Das waren ja so viele Schritte. Aber jetzt wirklich fertig, glaube ich. Noch das? Nee. Jetzt noch davor schieben? Oh mein Gott, wie schrecklich. Wie schrecklich eng ist das hier? Oh, oh, oh. Nein. Ich hätte hier auch gar keine Badewanne eingebaut. Die wollten ja unbedingt eine haben. Was soll man denn machen da? Wenn die das unbedingt brauchen. Toilette. Aber die Toilette passt jetzt hier hin. Ja, kann man nicht anders sagen. Das passt schon. So, dann passt da links daneben auch noch der Toilettenhalter. Vielleicht. So ein bisschen besser. Nee, nee. Hier machen wir eine ganz reguläre Toilette in Weiß. Und Creme. So, das ist ein einfaches Klo. Da muss man nicht viel machen. Schuhbrille drauf und dann fertig. Ach nee, doch nicht. Aber jetzt fertig. Puh. Toilettenpapierhalter. Ich mag das Gold einfach nicht. Deswegen nehme ich das meistens nicht. Lichtschalter wäre doch eigentlich die erste Amtshandlung gewesen. Und dann auch noch das Licht. Hier kommt natürlich Rosa rein. Weil es ja passt zum Bett. Erstmal wieder Licht anmachen. Das sieht einfach nur schrecklich aus. Können wir das bitte ignorieren? Könnt ihr einfach bitte so tun, als würdet ihr es auch nicht sehen? Oh, mein armer Pongo. Der sitzt die ganze Zeit oben und wartet auf mich. Aber wenn ich den jetzt hier runterholen würde, dann würde das noch mehr, also noch länger Zeit in Anspruch nehmen, weil der wahrscheinlich ständig wieder irgendwo zwischenrennt. Ich finde das auch schade, dass man das nicht irgendwie so einstellen kann, so von wegen, ja, bitte renn mir nicht in den Weg, sondern bleib einfach 5 Meter entfernt stehen. Das wäre sehr nett. Es ist einfach komplett das Gleiche, was ich vorher schon hatte. So, dann passt auch in die Ecke wieder der Wäschekorb hoffentlich. Hm, habe ich irgendwas, was hier so passt? Ja, schwarz. Hier könnten wir wieder rosa nehmen. Details. Ja, ja, ja. So ungefähr.
So könnte das vielleicht hinhauen. Sogar das da unten sieht irgendwie ein bisschen rosa aus. Jetzt muss ich wieder wischen. Ah, wie konnte denn das schon wieder passieren? Das wäre jetzt aber wirklich meine Schuld. Beim letzten Mal war es nicht meine Schuld. So ein Mist. Ja, ich weiß. Ich muss wischen. Jetzt muss ich doch nochmal Wandfliesen kaufen, glaube ich. Was ist das jetzt hier? Das, reicht das jetzt? Nein, nicht. Ich brauche noch eine Fliese. Was soll das denn? Das sieht ja richtig doof aus. Wenn ich jetzt hier eine Fliese mache, dann mache ich natürlich mehr als eine, oder? Darf ich das? Ist das deren Ernst? Ist das deren Ernst? Oh Gott, jetzt muss ich... Jetzt muss ich die doofen Fliesen nochmal kaufen. Nur weil die exakt etwas... Nee, das sieht jetzt sowas von bescheuert aus. Aber es ist jetzt einfach so. Ich mache das jetzt noch nicht nochmal neu. Nee, auf gar keinen Fall. Wenn ich das vorher alles gewusst hätte, dass die das genau so haben wollen, dann hätte ich das nicht gemacht. Normalerweise wollen die das doch nicht. Jetzt tun die einfach so. So. Rosenmuster, dann haben wir hier rosa und was haben wir da? Ja, so, irgendwie. Und dann hängen wir das hier hin. Ist das einfach alles nur schrecklich. Da haben wir schwarz, dann müssen wir hier leider auch wieder schwarz nehmen. Sudele. Und dann ein Wäschekorb in dunkel. So passt der leider nicht. Passt nur daneben. Naja, das macht ja nichts. Der war vorher auch so daneben. Und dann einmal pastellrosa. Jo, pastellrosa. Ach so, und schwarz. Fertig, oh mein Gott, ich kann gehen. Dieses Bad ist so hässlich geworden. Ja, okay, es gibt hässlichere Bäder, aber alleine das da. Was soll das? Wenn ich wenigstens das gewusst hätte, hätte ich ja genau das Klo da anpassen können. Aber nein, es ist natürlich wieder total schief gelaufen. Wir gehen jetzt einfach. Pongo, komm, Mutti will nach Hause. Aber das hier ist der schönste Raum eigentlich. Darum ging es ja auch. Schade, dass sie das nicht noch mehr gemacht haben. Achso, genau, ich wollte die noch füttern. Nahrung. So, zum Abschied geben wir den Fischis nochmal was zu essen, aber ich habe gar keinen einzigen Fisch gesehen. Wo sind sie denn? Hallo, Fische! Sind noch nicht mal welche da. Och, Pongo ist eingepennt. Pongo, Pongo, komm, wir können nach Hause gehen. Du darfst mir jetzt wieder folgen. Du Armer, du musst jetzt hier die ganze Zeit ausharren. Auftrag beenden. 29.000! Okay, das gab ganz gut Kohle, aber es hat auch echt... Wow, ich habe gerade gedacht. Das sieht aber tatsächlich auch sehr cool aus. Ich möchte bitte von jedem Zimmer so ein Bild haben. Oh, Pongo! Ah! Oh, das ist schön geworden. Das war auch richtig eklig. Das ist auch richtig gut geworden. Von außen? Von außen ist wunderschön. Wow, das sieht toll aus. Da sind wir wieder. Mami ist wieder da. Oh, es tut mir so leid, dass ich so lange weg war. Wir hatten einen Mega-Auftrag. Wisst ihr, das war wirklich heftig. Der Mann, der wollte, dass wir alles neu machen. Der hatte eine Ruine. Ja, Pongo, kannst du mal erzählen, ne? Das war heftig, oder? Ja, ja, da guckt ihr. Ich weiß. Aurelie, ach so siehst du aus. Ich wusste gar nicht mehr, wie du aussiehst. Wir waren so lange. Pienchen. Ach, mein Schatz. Tut mir leid. Diese Woche haben wir es nicht geschafft, hier zu arbeiten. Ja, Jungs und Mädels, es tut mir leid. Wir müssen beim nächsten Mal weitermachen. Aber wir haben gut Geld verdient, was wir jetzt wieder ausgeben können. Das ist auch gut. Und ich werde leider mein anderes Projekt heute auch nicht mehr aufnehmen. Es ist nämlich 5.30 Uhr. Und zwar nicht am Nachmittag, sondern morgens. Und jetzt mache ich mir erstmal was zu essen. Ich habe so einen Hunger. Die ganze Zeit schon. Ich dachte, ich brauche vielleicht so eine Stunde, anderthalb Stunden und ich habe mehr als doppelt so lange gebraucht. Jetzt hätte ich eigentlich zwei Videos mindestens aufnehmen können. Oder vielleicht sogar drei. Vor allem muss ich es jetzt noch schneiden. Hilfe! Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Naja, ich schaffe das schon irgendwie. Also, falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen da. Und falls ihr nichts mehr verpassen möchtet, könnt ihr mich gerne unten kostenfrei abonnieren und das Glöckchen aktivieren. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich wieder ein neues Video hochgeladen habe. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss! When there's no more light there.